Nerissa, und das ist Dragon's Dogma eine Herzensangelegenheit. Wir haben letztes Mal schon ein bisschen diesen Grabenbruch erforscht, dieses große Loch hier in der Mitte, und damit wird es heute eigentlich auch weitergehen, aber ich denke auch heute wird es dann ein bisschen Richtung Ende gehen, zumindest Richtung Ende vom Hauptspiel. Was genau das heißt, wie sehr das ein Ende wirklich ist, werden wir dann sehen. Ja, ich habe in der Zeit, wie angekündigt, Aileen mal ein bisschen neu ausgestattet. Ich habe ein bisschen Ausrüstung für sie gefahren. Für mich minimal, aber für Aileen eben eine gescheite wilde Rüstung. Sieht immer noch ein wenig zusammengewürfelt aus, aber ist okay. Das groß angekündigte Ziel, was ich hatte, ihr diesen Schädelhelm zu besorgen, ist leider flach gefallen, weil ich habe den zwar gefunden, aber der ist nur für Kämpfer und Aileen ist eben. Nein, er ist nur für Krieger und Aileen ist eben Kämpfer. Also Krieger sind die mit den Zweihandwaffen. Und da möchte ich sie nicht drauf wechseln. Also ich bin zufrieden damit, dass sie Kämpfer ist. Das ist eine Rolle, die ist für sie mehr oder weniger angedacht. Ich werde ein bisschen gucken müssen wegen dem Zeitplan heute, weil das wirklich echte Finale wird wahrscheinlich keine Stunde dauern. Außer ich verlabere mich wieder ewig lang mit irgendwelchem metaphysischen Zeug, was ich zumindest hoffe, dass es passiert, weil das ist zumindest meiner Meinung nach der viel interessantere Teil, als wirklich mir beim Spiel zuzusehen. Auch wenn ich nicht sonst wie tiefe Sachen immer zu sagen habe, habe ich zumindest, ich sag mal, das Spiel spielen kann jeder. Was drüber reden kann wahrscheinlich auch jeder, aber ich höre mich einfach selbst gerne reden, deswegen hoffe ich mal, ich habe ein bisschen was zu erzählen. Es gibt aber noch ein paar kleine Sachen abzuklappern, außer jetzt nur Grabenbruch farmen. Ein paar kleine, ich nenne es mal einzigartige Sachen in der Welt, die man vielleicht schon noch mal angucken könnte. Und ich fange einfach mal mit einem von den am wenigsten spektakulären davon an, was eigentlich so eine Sache ist, wo man sich denkt, so, was geht denn da jetzt überhaupt hin? Ich will es jetzt einfach mal gemacht haben. Es gibt nämlich jetzt direkt draußen vor der Tür von Grand Sorin auch noch mal einen so einen roten Wurm oder wie auch immer die jetzt genau heißen. Lindwurm irgendwas. Es ist weder der Lindwurm noch der Tetzelwurm, wissen wir, weil das sind ja die blaue und die gelbe Version davon. Aber ich werde ihn einfach mal töten. Vielleicht lässt er eher so eine Träne fallen. Und das ist. Man muss ja auch mal sehen, wie jetzt die Oberwelt hier von Grants aussieht. Man sieht da schon, da fliegen haufenweise irgendwelche Viecher rum. Irgendwelche Tsukubi und sowas und was auch immer ist jetzt hier unterwegs. Und da kann man sich ja mal ein wenig damit rumschlagen. Waffentechnisch habe ich meine Dolche gewechselt auf irgendwelche mit Heiligschaden, nennen sich Himmelsschlüssel. Der Rest ist eigentlich gleich. Ach nee, die Wirbelklaue ist auch neu, ist ein neuer Zauberstab, der ist einfach gekauft vom Schmied. Und sonst ist eigentlich alles wie immer. Ich habe die Ringe gewechselt auf zwei Stachelnägel, die sorgen dafür, dass man Feinde öfter niederschlagen kann. Ist in vielen Fällen nicht so nötig, aber es gibt im Moment eh wenig Ringe, die wirklich so gut sind für meine Spielweise, dass ich sage, die brauche ich unbedingt. Und Gegner niederschlagen ist bei manchen großen Gegnern dann doch halt manchmal ganz gut. So, da sitzt irgendwas drauf. Ich schieße es einfach mal ab. Ist ein Gargoyle, okay. Ich habe keine Ahnung, was für eine Art von Schaden bei Gargoyles angemessen ist. Und ich merke gerade, dass ich meinen Feuerpfeil nicht ausgerüstet habe. Ja, blöd. Gargoyles sind jetzt einfach unterwegs. Wir haben mal einen in der Seelenschinderschlucht bekämpft. Das ist lange her. Ich werde noch mal reingehen. Ich hole mir, glaube ich, den Explosionspfeil oder wie auch immer der heißt. Der macht wenigstens ein bisschen Feuerschaden, weil ich habe den großen Querschläger ausgerüstet. Größtenteils eben, um im Grabenbruch damit zu farmen, weil das sind hier nur diese engen Räume und der Querschläger ist extrem gut dort. Aber hier auf offenem Feld ist der natürlich völlig nutzlos, weil da trifft man mit einem Pfeil mal einen Gegner und dann prallen die vom Boden ab und fliegen in den Himmel und sind für immer weg. Ich meine, ich habe den Querschläger schon mal benutzt, man weiß ja jetzt schon, wie ungefähr der funktioniert. Und es ist ja auch immer angemessen, seine Fähigkeiten sehr an die Situation anzupassen. So, wo sind wir denn hier? Genau. Ich habe nur gerade geguckt, was ich da eigentlich ausgerüstet habe, aber das ist ja jetzt auch gar nicht wichtig. So, den explosiven Bolzen wollte ich eigentlich haben. So, und jetzt renne ich einfach gerade wieder raus. Damit wir mal gucken können, eben, was da so los ist mit diesem Drachen, der da rumrennt.
Es ist, wie gesagt, erstmal der in Anführungszeichen langweiligste Teil für heute, weil es einfach, wir haben schon gesehen, wie ich gegen Drachen kämpfe und sowas, aber ich will es halt einfach jetzt nochmal machen, weil gegen den speziell halt haben wir noch nicht bekämpft und vielleicht lässt der ja seine Träne fallen und dann hat sich die Sache wenigstens erledigt und dann muss ich das nicht irgendwann offline farmen oder so, auch wenn ich das wahrscheinlich eh nicht machen würde. So, was es danach noch ein bisschen in Aussicht gibt, ist, dass ich mal zum Feldlager gehen werde. Ich kann mir bis heute nicht merken, wie es heißt. Hier unten, das Lager, einfach nur das Lager. Ich habe immer das Gefühl, es hätte irgendeinen spezifischeren Namen, aber hat es einfach nicht. Da gibt es nämlich auch ein bisschen was Neues. Oh, da ist ein Harpyon unterwegs, ich weiß doch. Und schon hat es sich gelohnt, diesen Bolzen zu holen. So, das ist jetzt hier das Gebiet, wo früher immer Banditen waren. Aber jetzt, wo es hier so dunkel ist, könnte es natürlich anders aussehen. Da rennen zum Beispiel irgendwelche Hunde rum. Es sind Höllenhunde, aber das sieht man von hier aus noch nicht so wirklich. Die ignoriere ich mal geflissentlich. Da werden wir noch genug davon bekämpfen. Befürchte ich zumindest mal. So, hier müsste doch irgendwo, ja genau, da hinten rennt so ein Drachenartiger rum. Mann, ist der weit weg. Ach, der jagende Pfeil ist einfach zu gut gegen solche Gegner. Wow, der hat eine Reichweite. Ein Halbdrache nennen sie sich. Ja. Das werde ich mir wahrscheinlich nicht merken können. Eis macht natürlich auch ganz gut Schaden gegen die. Gegen die rote Version zumindest. Ich sehe überhaupt nicht, was hier passiert. Ha. So, und damit wäre der getötet. Oh, ich habe sogar einen Gegenstand vom Drachen veredelt bekommen. Nämlich den Helm, den Lorbeerkranz. Das ist ja dieses System, dass man bei jedem Drachen, den man tötet, eine gewisse Chance hat, seine Gegenstände veredelt zu bekommen. Also auf die, ja, auf die vierte Stufe verbessert. Und es ist auch eigentlich die einzige Möglichkeit, das zu machen. Klar, die verschiedenen Arten von Drachen, die es gibt, haben verschieden hohe Wahrscheinlichkeiten, das zu machen. Und je weiter was aufgerüstet ist, umso wahrscheinlicher ist es dann auch nochmal. Aber man kommt auf die vierte Stufe eben nur, indem man das macht, indem man irgendwelche Drachen tötet. Das haben wir ja jetzt schon ein paar davon gesehen. Also diese Halbdrachen gibt es und Tatzelwürmer und Lindwürmer und so ein Kram. Die haben natürlich eine relativ geringe Chance. Der Drache selbst, also Grigori, der hat eine hundertprozentige Chance, komplett die gesamte Ausrüstung zu Drachen schmieden. Aber den gibt es ja nur einmal. Das heißt, klar, ich kann ihn in jedem Spielverlauf dann neu nochmal töten und das nochmal machen. Aber das ist so vom Zeitaufwand, den ich investieren muss, um überhaupt wieder bis zu Grigori zu kommen und das alles zu machen, ist natürlich viel schneller, als es jetzt hier in diesem Spielverlauf war, weil man muss ja nicht alle Nebenquests machen. Man kann das relativ fix machen. Wenn man es wirklich drauf anlegt, kann man das Spiel ja in ja, einer halben bis dreiviertel Stunde eigentlich durchgespielt haben. Vielleicht in einer Stunde, wenn man
jetzt nicht super die Speedrun-Taktiken an den Tag legen will, aber es geht eigentlich schon echt fix, wenn man nur das Essentielle macht. Trotzdem ist es eine Stunde, um sein gesamtes Equipment komplett Drachen zu schmieden, ist schon eine harte Ansage, finde ich. Also da gibt es Sachen, die lohnen sich mehr. Weit mehr als das. So. Die nächste Sache, die ich machen will, ist. Ich meine, wir haben gesehen, ich habe überhaupt nichts Sinnvolles bekommen. Gehärtetes Drachenblut und eine Bernstein-Drachenschuppe. Das sind einfach so Materialien, die man halt für manche Gegenstände zum Verbessern braucht, wie immer halt einfach. Das ist nicht der relevante Teil. Ich gehe jetzt mal nach Cassardis. Um eben das Lager mal zu besuchen. Weil die haben ja auch ein schwarzes Brett. Und da gibt es halt mindestens eine Aufgabe, die irgendwie interessant, völlig belanglos, aber ganz witzig ist. Und es gibt einen neuen Gegenstand zu kaufen für die Riftkristalle. Riftkristalle? Wie auch immer die heißen. Die man halt immer mal einfach so kriegt, indem man sie auf der Gas findet oder indem der Begleiter eben benutzt wird. So, ich mache einfach mal alles kaputt, was hier so an Goblins rumläuft, man weiß ja nie. So, da vorne ist schon das Lager, da sind wir ja fix da. Die Goblins einstören, dann geht es alles immer ganz schnell. So, was ich als erstes machen will, ist hier zu diesem Händler gehen, der einfach diese Sachen verkauft, mit denen man eben, ja, die man eben nur für diese Kristalle kriegt. So, der hat zum einen eben diese Elixiere, mit denen man die Persönlichkeit seines Begleiters, seines Vasallen verändern kann. Das habe ich auch jetzt schon mal gemacht, aber das habe ich nicht extra bei laufender Kamera gemacht. Das ist nicht so interessant. Man kauft einfach nur von der Persönlichkeit, die man will. Also man kann drei von den Persönlichkeiten eigentlich weit aufsteigern. Das sind dann die drei primären Persönlichkeiten und das ist halt eine primäre, sekundäre und tertiäre. Und die primäre hat natürlich immer Vorrang und dann habe ich eben einfach 5 bzw. 10 bzw. 15 von den Elixieren gekauft, von denen ich die Persönlichkeit halt entsprechend stark haben wollte und die halt einfach eine nach dem anderen benutzt. Das ist relativ langweilig. Es gibt noch haufenweise irgendwelchen Kram, mit dem man halt neue Hautfarben, neue Gesichtsfarben und sowas kaufen kann. Und ganz wichtig, ich habe hier ja einmal die Kunst der Metamorphose gekauft und das war ein einmaliges, man darf seinen Charakter, seinen Erweckten und eben seinen Vasallen komplett umgestalten. Und das habe ich ja dann gemacht, um Aileen quasi von der, ja, ich nenne es mal von dem Elfendesign eher in ein Ork-Design zu wechseln. Und jetzt gibt es auch das Geheimnis der Metamorphose. Und das ist einfach, dass ich das jederzeit einfach im Startbildschirm machen kann. Ich kann jetzt quasi, wenn ich die kaufe, kann ich jederzeit das Aussehen von meinen beiden Charakteren ändern. Was hier auch gibt, sind halt diese ganzen gesalbten Waffen, die man oft für Quests und sowas kriegt. Diese immer relativ sinnlos sind und irgendwelche Brillen. Ich weiß auch nicht so genau warum. Und irgendwelche besonderen Quest-Rüstungen, also Quest-Belohnungen, die man bekommen konnte, die eine besondere Fähigkeit haben. Ist alles sehr so, ich weiß nicht genau, warum ausgerechnet die, aber. Uff. Und halt irgendwelche Ringe, die angeblich einen optischen Effekt haben, dass der glitzert halt am Vasallen, aber das finde ich irgendwie bescheuert, deswegen lassen wir das mal. Man kann sich hier natürlich direkt theoretisch einfach mal den ganzen Kram kaufen, das werde ich jetzt auch machen, weil wir haben fast 1 Million Riftkristalle und noch nichts, wofür wir sie wirklich ausgeben können, außer eben dem Kram hier. Will ich das? Nein, will ich nicht. Ich kaufe einfach nur das Geheimnis der Metamorphose. Oh, das gibt es hier gar nicht mehr zur Verfügung. Schön, das hat sich schon erledigt. Dann. Ich bin super verwirrt davon, das ist jetzt einfach weg. Ich habe aber auch nicht genau aufgepasst, was ich gemacht habe. Also, falls ich irgendwann mal sage, ach. Die Sommersprossen von dem Charakter gefallen mir doch nicht mehr. Oder ach, ich finde, Aileen sollte eine andere Körperhaltung haben, was beide Sachen sind, die ich höchstwahrscheinlich irgendwann machen werde. Dann
mache ich das dann eben einfach und brauche da nicht irgendwie noch einen Gegenstand für kaufen, der ist dann jetzt schon erledigt. So, bezwingt zwei Eisengolems, ja, okay. So, das ist interessant. Bezwingt Sir Bern im Lager. Ihr habt euch verändert, Herren. Endlich seht ihr aus wie eine erfahrene Kriegerin. Sehr gut. Es ist Zeit, eure Ausbildung abzuschließen. Die letzte Lektion werde ich euch erteilen. Haltet euch nicht zurück, denn auch ich werde kein Pardon gewähren. Sir Bern ist dieser Typ hier. Der hat uns ganz am Anfang, das war in der ersten Folge, als wir Aileen dann als Vasall bekommen haben, hat der uns quasi drei ganz kleine, kurze Aufgaben gegeben, um zu zeigen, wie man mit Vasallen umgeht. Nämlich so Kisten zu einem Ort bringen und bestimmte Ziele in einer bestimmten Zeit zerstören, die halt nur mit Magie oder nur mit physischem Schaden verletzt werden können und sowas. So eine kleine Trainingseinheit. But know that your true test, you need spare me no concern, do you? So, ich muss nur kurz einen Schluck trinken. Da ist er. Und er hat überhaupt keine Lebenspunkte, das ist richtig komisch. Also ich meine, man kriegt diese Quest jetzt wirklich auch erst, nachdem man den Drachen getötet hat und die Welt so dunkel ist. Und da ist man einfach viel zu mächtig schon für den. Ich verstehe es überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht... Excellent. You've well proven your grit, Arisa. I shall sleep well at night, knowing you've the strength to meet. I now see there was no call to test you, sir. I shall ever be... Ich habe das Gefühl, diese Quest hätte eigentlich direkt nach dem Test mit den Vasallen kommen sollen. Da wäre es noch angemessener gewesen. Da wäre der wenigstens ein Gegner gewesen, mit dem man sich auch hätte... mit dem man sich wenigstens auch hätte sinnvoll anlegen können. Das, so jetzt ist es irgendwie... Ich weiß nicht so recht. Irgendwie komisch. Naja, ich schmeiß mal den Kram, den er mir gegeben hat. Den goldenen Greif. Ich schmeiß das einfach mal ins Lager. So, was wir jetzt machen, ist nämlich der eigentlich erstmal ein bisschen interessantere Teil. Ich habe nämlich letztes Mal ja einmal schon den Urdrachen gezeigt, diesen Online-Raid-Boss quasi, der nach dem System funktioniert, dass alle Spieler bei sich gegen, dass alle Spieler immer gegen den gleichen Drachen kämpfen, aber natürlich nicht zusammen, sondern jeder Spieler für sich kämpft gegen den Drachen und versucht, dem Lebenspunkte abzuziehen und der wird dann online angeglichen und wenn genug Spieler genug Schaden an dem gemacht haben, dann stirbt er und dann kriegen alle Spieler, die da mitgemacht haben, eine Belohnung. Und ich habe da ja schon erwähnt, dass man den auch im Offline-Modus natürlich spielen kann, weil man ist bei dem Spiel nicht gezwungen, online zu spielen. Er hat natürlich riesen Vorteile, weil man eben so Sachen hat wie die Vasallen von anderen Spielern, was ein absolut immenser Vorteil gegenüber den Vasallen, die vom Spiel selbst gestellt werden, ist. Aber eben auch so Sachen wie, dass man diesen Urdrachen eben hat. Wenn man aber offline spielt, und man soll ja trotzdem eigentlich alles sehen und machen können, dann kriegt man eine schwächere Version vom Urdrachen, den man potenziell auch alleine töten kann. Oder was heißt potenziell, den kann man sehr gut alleine töten, wenn man sich nicht bescheuert anstellt. Und selbst der hat dieses selbe System, was dem an Lebenspunkten abgezogen ist, ist dem abgezogen. Das heißt, ich kann den angreifen und ihm so viel Schaden verursachen wie möglich und dann haut er nach, ich glaube, 8 Minuten wieder ab. Und wenn ich dann am nächsten Tag wiederkomme, ist der wieder da, aber hat das Leben auch schon verloren, was ich ihm abgezogen habe. Das heißt, ich kann ihn auch, egal wie schlecht mein Charakter ist, solange ich nicht sterbe, kann ich ihn über ganz lange Zeit hinweg einfach ganz langsam runterprügeln. Die Belohnungen, die man kriegt, sind ein bisschen schlechter. Das heißt, ich glaube, es gibt einfach nur einen kleineren Pool an Belohnungen. Man kriegt von dem unter anderem immer auch eine Waffe, die, ich glaube, immer Heiligschaden verursacht. Und soweit ich das jetzt verstanden habe, gibt es im Offline-Modus nur 3 von diesen Waffen. Und ich glaube, im Online-Modus gibt es mehr davon. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob ich da einfach nur nicht aufgepasst habe oder nicht gut gelesen oder einfach, ich habe einfach vergessen, wie es genau ist, muss ich sagen. So, das hier ist der Eingang zu dem Urdrachen-Ding, zu seiner Kammer. Und da stelle ich jetzt einfach mal den Modus auf Offline. Dann kann man im Offline-Modus gegen kämpfen, dann können wir uns den mal in Ruhe anschauen, was ist das so für ein Kampf, wie ist er drauf und so weiter. Ist auch ein kleines Spektakel. So. Das ist auch eine Sache, die selbst wenn man online spielt, farmt man trotzdem oft, oder sehr viele Spieler machen das zu Recht, dass sie offline den Urdrachen trotzdem farmen, weil der ist, glaube ich, die Quelle für die meisten Erfahrungspunkte, die man kriegen kann, weil der gibt so viele Erfahrungspunkte, dass man
mindestens ein Level steigt, wenn man ihn tötet. Er gibt noch einiges anderes an Belohnungen und so weiter, das wird sich dann auch noch zeigen. Aber man farmt den dann eigentlich immer, wenn man im Level auch wirklich aufsteigen will. Viele Spieler sagen auch, ich will eigentlich überhaupt nicht unbedingt so viel im Level aufsteigen. Das Spiel wird viel zu leicht. Das Level ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. So, da stehen drei Vasallen, drei mehr oder weniger vom Spiel halt zufällig ausgewählte. Wenn man im Online-Modus ist, sind es tatsächlich auch Vasallen anderer Spieler, aber so wie wir jetzt sind, sind es einfach Offline-Vasallen. So, und von da hinten, von diesem Licht, da hinten kommt er dann geflogen. Da kommt er, ganz klein. Er sieht genauso aus wie Grigori, nur in Violett. Und im Online-Modus hat es den Effekt, weil er mit der Zeit, das wird man gleich sehen, verfällt er auch so ein bisschen im Kampf. Im Online-Modus hat es halt den kleinen Effekt, oh, ich muss meine Ausrüstung wechseln, dass er, während er angeflogen kommt, man schon sehen kann, wie tief der ungefähr mittlerweile schon runtergeprügelt ist. So, ich wechsle mal auf den Stab. Habe ich. Ich mache da jetzt auch gar keinen Faxen. Ich rüste direkt mehrere Amulette des Dämons aus und gönne ihm ein bisschen Schaden. Solange ich eine Heiligverzauberung von meinem Vasall habe, lohnt sich diese Stabattacke weit mehr. Die ist einfach zu stark. So, da sieht man, diese roten Punkte sind die Herzen von ihm. Der Urdrache hat einfach ganz, ganz viele Herzen. Ich meine, Grigori hat ja ein Herz, nämlich unseres, oder halt. Ne, Grigori hat ja auch ganz viele Herzen, nämlich die Herzen von allen Erweckten, die er so, ja, denen er das Herz geklaut hat. Das ist ein Romantiker. Und der Urdrache, der hat halt so viele von diesen Herzen scheinbar, dass er die auch an verschiedenen Orten in seinem Körper aufbewahren muss, weil nur sein Brustkorb nicht mehr ausreicht für so viele Herzen, wie er hat. Und wenn jedes Mal, also er ist halt nur an diesen Herzen verwundbar. Jedes Herz hat eine gewisse Menge an, oh Gott, er macht Windstöße. Jedes Herz hat eine gewisse Menge an Lebensenergie. Und wenn ich es zerstöre, dann verfällt diese Stelle an seinem Körper. Deswegen wird er dann mit der Zeit so ein bisschen Skelett-Zombie-artig. Ist auch ein Grund, warum ich diese Stachelnägel ausgerüstet habe, die den quasi die Gegner öfter niederschlagen, weil dieses Zucken, was der zeigt, jedes Mal, wenn ich ihn attackiere, kommt unter anderem wegen denen, weil die halt diesen Niederschlagenwert extrem weit in die Höhe treiben, gerade wenn man zwei davon trägt. Er würde normal vor meinen Attacken nicht so extrem zurückzucken, weil so viel Schaden mache ich dann am Ende einfach nicht. Aber ich mache schon ordentlich Schaden. Jetzt sehe ich aber gerade, jetzt ist quasi der Moment gekommen, jetzt ist die Heiligverzauberung abgelaufen, genau wie die erste Ladung an Amuletten. Das heißt, ich muss jetzt auf was anderes wechseln, weil wenn ich keinen Heiligschaden mache, dann ist die Attacke absolut, ja, nicht nichtig, aber sie ist einfach bei weitem nicht so gut. Ah, aber die Vasallin ist schlau genug, die Verzauberung neu drauf zu packen. Das hat man nicht immer. Ich hatte schon mehrere Kämpfe gegen den, wo die Vasallen dann einfach nach dem ersten Mal einfach nicht verstehen, dass ich eine neue Verzauberung brauche. Und dann steht man halt blöd da. Ich meine, ich kann ihn halt auch mit den jagenden Pfeilen dann komplett niederschießen. Das ist aber, die jagenden Pfeile werden natürlich schwächer, je weniger Herzen er noch hat, weil ich kann ja jedes Herz mit nur einem von diesen Pfeilen treffen. Oh, jetzt habe ich ihn quasi in der Luft niedergeschlagen, das hat ihm auch nicht. Man sieht schon, wie selbst sein Schädel langsam einfach ein bisschen kaputter aussieht und alles. Es ist halt auch so eine Sache, wenn man einmal weiß, wie man ihn zu bekämpfen hat, ist der Kampf plötzlich. Also für mich als Spieler nicht, aber für den Zuschauer wahrscheinlich immens langweilig. Weil da passiert ja eigentlich überhaupt nichts Spektakuläres. Also klar, es ist spektakulär und so weiter. Aber. So langsam hat er gar kein Leben mehr. Die Vasallen reden auch die ganze Zeit das gleiche Zeug. Klar, der Kampf ist lang. Was ich jetzt auch mache, ist, ich habe ja die Amulette des Dämons benutzt. Ich benutze jetzt mal den Pilgerglücksbringer. Der verdoppelt eiskalt die Erfahrung und das Gold, das man bekommt. Aber man kann es nicht gleichzeitig zu den Amuletten des Dämons benutzen, wenn ich das richtig sehe. Doch, kann man. Ja, das war mir nicht bewusst.
Und er ist tot. So einfach geht es, wenn man weiß, was man tut. Wenn der Charakter stark genug ist mittlerweile. Er ist natürlich weitaus schwerer, wenn man nicht einen Zauberstab hat mit dem heiligen fokussierten Bolzen, Blitz, wie auch immer. Und das ist die Belohnung, die man kriegt, wenn man ihn offline tötet. Es sind, Lazarussteine. Also einfach dadurch, dass ich diesen Pilgerglücksbringer benutzt habe. Ich habe auch gar nicht richtig aufgepasst, welches Level ich eigentlich hatte. Okay, doch, wir waren Level 74, jetzt sind wir Level 77. Einfach drei Level gestiegen, nur für dieses eine Mal den Drachen töten. Das ist absolut fantastisch. Da liegt auch Beute an, die kommt man immer sehr schlecht nur ran. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Der Urdrache selbst hat natürlich auch die Möglichkeit... Boah, irgendwo hier in seinem Schrittbereich muss ich diesen ganzen Kram aufsammeln und ich komme nicht ran. Der hat auch die Möglichkeit, die Ausrüstung zu Drachen schmieden. Das heißt, auch das lohnt sich einfach deswegen schon, den zu farmen. Ich komme da nicht ran. Ja. Da liegt noch ein Gegenstand und ich komme einfach nicht ran. Wie schade. Ah, okay. Dann hat Aline das für mich erledigt. Sehr, sehr schön. Er ist auch bei weitem nicht die sinnvollste Möglichkeit, seine Waffen zu Drachen zu schmieden. Aber er ist halt wegen den ganzen anderen Sachen, dass er halt extrem viel Erfahrung gibt und eben auch diese Gegenstände, die er mal hier als Belohnung kriegt, lohnt es sich einfach so extrem, den zu farmen. Selbst wenn man die Erfahrung nicht möchte, dann kann man ja nicht einfach so ein Talisman benutzen. Sowas gibt es. Weiße Wendigkeit. Weiße Wendigkeit ist ein Zauberstab, der Heiligschaden verursacht. Und er ist auch noch besser als der, den ich habe. Ist ja sehr schön. Was man bei ihm halt bekommen kann, ist eben dieser Zauberstab, diese Dolche und es gibt noch ein Einhandschwert, das Heiligschaden verursacht. Das heißt, außer für den Erzmagier, der ja nur diese Erzmagierstäbe, wie auch immer die heißen, tragen kann, gibt es eigentlich für jede Klasse eine Waffe, die Heiligschaden verursacht. Schön ist halt auch, dass diese Waffen auch für extrem viel Geld verkauft werden können. Und dasselbe zählt übrigens für die Lazarussteine. Die geben irgendwie 30.000 Gold oder sowas, wenn man sie verkauft, oder 60.000. Aber ich meine, man kriegt hier einfach jedes Mal 20 davon. Das läppert sich. Gleichermaßen, wie man ja eigentlich für die Hauptaufgabe, wenn man den Auftrag, wo auch immer ist es, hier, überbringt die Lazarussteine. 20 Stück sollen wir sammeln. Aha. Und der Urdrache alleine gibt 20 Stück. Das heißt, man muss eigentlich nur einmal den Urdrachen besiegen und schon hat man diese Aufgabe erledigt. So sieht es da aus. Es ging jetzt natürlich auch verhältnismäßig schnell, hat man ja gesehen. Ich überlege gerade, was natürlich auch extrem witzig wäre jetzt wieder in den Online-Modus zu wechseln und da einfach nochmal zu versuchen, den Urdrachen zu bekämpfen und mal zu sehen, wo der Unterschied da liegt. Die Zeit dafür haben wir ja auf jeden Fall. Und es ist halt, ich meine, er ist einfach nicht sehr beeindruckend, so wie er jetzt gerade war. Einfach daraus dessen geschuldet, dass er halt einfach so viel schwächer ist. Und er eben auch so extrem schwach gegen Heiligschaden ist und ich eben genau die Attacken, die gut gegen ihn sind, eingesetzt habe und so weiter. Wenn ich das jetzt im Online-Modus nochmal versuche, das ist dann wirklich eine kleine Lektion in Bescheidenheit. Der wird mir relativ leicht den Arsch aufreißen. Da ist auch die Sache, der schwankt auch einfach nicht so schnell wie der, den wir jetzt gerade hatten. Ich guck gerade, ob die alle alles haben, was sie brauchen, ja. Das heißt, den kann man dann halt auch nicht einfach in so einer quasi Endlosschleife betäubt sein halten. Aber man kann es ja mal versuchen, man kann ja mal gucken, was bei rauskommt. Ich meine, der Kampf kann ja nicht länger dauern als 8 Minuten, bis er wegfliegt. Man muss einfach nur so lange überleben und halt Schaden verursachen. Und selbst wenn man nicht viel Schaden an ihm verursacht, und wir reden hier davon, dass man selbst wenn man viel Schaden verursacht, kaum am Lebensbalken eine Veränderung sieht, selbst dann ist es natürlich so, dass man eine Belohnung dafür kriegt, wenn man das nächste Mal, nachdem er getötet wurde von der gesamten Spielerschaft, kriegt man quasi das nächste Mal, wenn man in die Kammer geht, eine Belohnung dafür. Und je mehr Schaden man verursacht hat, umso besser ist dann entsprechend auch die Belohnung. Das macht ja, denke ich, eigentlich ganz gut Sinn. Deswegen werde ich da jetzt auch einfach mal reingehen und wir schauen einfach mal. Aber bevor ich das mache, werde ich nochmal im Gasthaus schlafen und dann schauen wir mal,
Weil wenn man nicht ausgeruht ist, die Begleiter sind eigentlich alle ganz gut dabei. Aber ich will trotzdem einmal ins Gasthaus. Vor allem muss ich den Modus offline stellen. Zum einen ist es halt auch so, dass wenn man nicht im Gasthaus war und man hat schon gegen ihn gekämpft, egal ob er weggeflogen ist oder ob er gestorben ist, dann erscheint er nicht nochmal. Und deswegen gehe ich mal das Risiko nicht ein, da jetzt in die Kammer zu rennen im Online-Modus und dann ist er nicht da und dann sind die Tränen groß. Das Schöne ist, der Zauberstab, den ich jetzt habe, der verursacht einfach auf natürliche Weise Heiligschaden. Das heißt, ich kann zwar nicht diesen heiligen fokussierten Blitz mit dem machen, aber selbst wenn ich den normalen fokussierten Blitz mit ihm mache, ist er immer noch Heiligschaden und damit nicht ganz scheiße gegen den Urdrachen. Wenn ich keine Heiligverzauberung von meinem Begleiter kriege, lohnt es sich wahrscheinlich mehr, mit dem Bogen den jagenden Pfeil zu benutzen oder eben mit den Dolchen draufzuschlagen. Das ist natürlich auch eine sehr sinnvolle Herangehensweise dabei. Ob ich mich das bei der Online-Version des Drachen traue, ist aber eine ganz andere Frage. So, jetzt sieht es hier schon ganz anders aus. Jetzt stehen hier plötzlich Begleiter mit einer ganz anderen Ausrüstung. Wir waren letztes Mal einmal kurz da. Ich war seitdem auch nicht nochmal hier drin oder so. Zumindest nicht im Online-Modus. Aber allein dafür, dass wir letztes Mal kurz da waren und ich habe für 3 Schadenspunkte an ihm verursacht haben, haben wir trotzdem eine Belohnung gekriegt. Die sieht absolut schrottig aus. Also, das ist irgendwie. Sah gerade aus, als wäre es irgendwie ein Lazarusstein und irgend so ein Edelstein zum Zaubern und ein Reisestein und sowas. Also wirklich nichts Großartiges. Aber es gibt immerhin einen und man wird halt direkt animiert, so, hey, vielleicht wenn ich mehr Schaden verursache, ist die Belohnung größer. Ich weiß nicht, wie man das rausfindet, aber. So, ein Seelenheil, ein Riftkristall, oh, ein Ambrosiafleisch und ein Lazarussteinsplitter. Okay. Und diese Steintafel hier zeigt quasi, wer alles daran beteiligt war, ihn zu töten. Und diese Liste zeigt, glaube ich, wer an wie vielen getöteten Urdrachen beteiligt war, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was passiert, wenn ich hier drücke? Oh, nee, das geht niemandem was an. Da gehe ich quasi ins Profil des Spielers. So, ja. Und hier zum Hinterausgang kann ich wieder raus. Da lande ich quasi auch wieder genau am selben Ausgang. Es ist ein bisschen seltsam, aber was soll's. So, und wenn ich jetzt wieder reingehe, dann geht quasi der ganze Spaß wieder von vorne los. Ich gucke gerade mal. Das gebe ich einfach mal Aline, weil ich habe zu viel Kram wieder dabei. Ich möchte ja auch leicht bleiben. Da habe ich jetzt auch tatsächlich einfach eine von den, wie heißen sie denn? Von diesen Fähigkeiten genommen. Da ich kein Gedächtnis für diese ganzen Wörter habe. Von den Fähigkeiten, ja. Nämlich. Boah, das zeigt mir gar nicht welche. Ah ja, hier doch. Nämlich Muskelkraft, die mir mehr Lasten zutragen erlaubt. Das habe ich Aline auch schon gegeben, weil ich habe 5 Fähigkeiten, die sind quasi absolutes Muss. Das ist so, das sind die Fähigkeiten, wo ich sage, die muss ich ausgerüstet haben, die sind essentiell. So Sachen wie Magie erhöht, Stärke erhöht, Geschwindigkeit für die Zauber erhöht und so weiter. Schaden der Kernfähigkeiten, alles so Sachen, die in viel zu vielen Situationen gut sind, als dass man es einfach weglassen würde. Und da eine Fähigkeit am Ende quasi noch übrig ist, wo ich mir dann mehr oder weniger frei aussuchen kann, was es ist, da wechsle ich dann immer so zwischen. Ja, mehr Gewicht tragen und man regeneriert sich mit der Zeit langsam oder man läuft schneller, so ein Spaß. So. Jetzt stehen da Vasallen, die von anderen Spielern sind. Ich töte sie trotzdem einfach alle. So. So, er kommt jetzt auch wieder genau aus der gleichen Richtung. Jetzt sieht er vielleicht schon anders aus, das sehen wir gleich. Nee, er sieht genauso fit aus. Also er hat auch einfach noch nicht sehr viel Schaden bekommen von den Spielern, wie es aussieht.
Der 179. Urdrache ist er bisher. Man beachtet, dass so viel Schaden verursache ich nicht an ihm diesmal. Au. Der ist schon etwas... Der ist schon etwas garstiger, wie man sieht. Er zaubert irgendwas. Und jetzt fange ich halt an, einfach ungezielt irgendwelches seiner Herzen zu attackieren. Ist ja jetzt auch egal welches. Solange er mich nicht tötet. So, das Problem ist halt jetzt, ich habe keine Ausweichrolle, solange ich einen Stab trage. Aber andererseits habe ich halt auch keinen heiligen fokussierten Blitz, solange ich die Dolche trage. Das heißt, ich muss mir halt sehr überlegen, welche Attacke ich jetzt sinnvollerweise wirklich gegen ihn einsetze. Also man macht wirklich minimalsten Schaden an ihm. So hat es ein bisschen was von Dark Souls. Man muss quasi allen Attacken ausweichen, weil er macht so viel Schaden. Irgendwo ist hier doch ein Begleiter. Also. Wow, ich war gerade genau im Zentrum seines Zaubers. Tot. Man muss natürlich auch immer auf seine Begleiter aufpassen. Er hat, glaube ich, nicht mal eine Fähigkeit, mit der gezielt die Begleiter alle tötet, wie halt die normalen Halbdrachen und so ein Quatsch. Aber er macht einfach so extrem viel Schaden, dass das halt einfach mal passiert. Also man merkt extrem, finde ich, warum man diesen Gruppen-Effort von allen Spielern auf einmal braucht, um den zu töten. Ich meine, man sieht ja, der Lebensbalken hat sich eigentlich überhaupt noch gar nicht bewegt, seit ich hier reingekommen bin. Also geht es eigentlich immer nur darum, so viel Schaden wie möglich an ihm... Wow. So viel Schaden wie irgendwie möglich an ihm zu verursachen. Um dann halt auch eine gescheite Belohnung am Ende zu kriegen, wenn man das nächste Mal hier reinkommt. Es ist einfach ein Gottesgeschenk, dass diesem Spiel Ausweichen einfach keine Ausdauer kostet. Man braucht natürlich in der Zeit auch extrem viele von diesen Amuletten, weil wenn man nicht viel davon einfach benutzt. Wow, die Begleiter halten nicht viel aus. Wenn man nicht viel davon benutzt, ist der Schaden, den man verursacht, natürlich so immens viel geringer. Es ist auch ein bisschen dessen geschuldet, wie in Dragon's Dogma Schaden und Verteidigung berechnet wird. Es ist nämlich so, in Dragon's Dogma ist der Schaden. Wow. Ist der Schaden, der durch die Rüstung quasi verringert wird, nicht prozentual wie in den meisten Rollenspielen, sondern wirklich eine feste Nummer. Und deswegen ist natürlich, wenn man extrem viel mehr Schaden verursacht, dann ist der Schaden, den man verursacht, auch wirklich in diesem Maße extrem viel höher. Das ist schwierig zu erklären, aber ich sollte vielleicht mal was machen. Those are immune to attack.
So, was ich jetzt einfach mal mache, ist der hier. Ich meine, hier kann er mir relativ wenig tun. Ich gucke einfach mal, wie lange er das mit sich machen lässt. So. Hier wären natürlich Amulette, die einfach meine Stärke erhöhen, auch nicht verkehrt. Aber meine Dolche verursachen auch sehr viel Magieschaden, deswegen lohnt sich das schon auch. Wäre natürlich weitaus sinnvoller, wenn ich dabei brennen würde, wenn ich sowas mache, aber... Naja. Die Blitze, die ja gerade waren von einem Zauber, von einem Vasallen. Ich nehme mal noch so einen. Ich habe ja fast gar keine Heilgegenstände mehr. Wie sieht es bei den anderen aus? Oh, oh, oh. Ich weiß nicht mal, was er gerade so macht. Er weiß, glaube ich, auch nicht so genau, wie er darauf klarkommen soll. Weil hier an der Stelle, wo ich gerade sitze, hat er, glaube ich, auch relativ Probleme, an mich ranzukommen. So passiert das jetzt die ganze Zeit erstmal. Ich bin gerade kurz davor zu sagen, hey, ich kletter nochmal runter, benutze die Opferung, damit ich brenne und kletter wieder hoch. Aber ich glaube, die Chance, gerade so schnell wieder hochzukommen, ist dann auch nicht so hoch. Ich mach's trotzdem. Er hat gerade genau die richtige Fähigkeit benutzt, damit ich das Ganze spannend wieder machen kann. Wow, okay, jetzt sind ganz viele Begleiter gestorben. Es tut mir sehr leid, aber da kann ich jetzt gerade nichts machen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich das jetzt hier gerade schon mache. Ich habe mich auf die Höhe. Er rastet ein bisschen aus. Jetzt ist auch nur noch Aileen da. Ich hol mal die Begleiter wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich kann mich nicht an seinem Bein festhalten. Ah, okay, das war's schon. Jetzt ist er gerade einfach abgehoben und weggeflogen. Das habe ich leider nicht sehen können. Ich war auf Aileen konzentriert. Aber das war das. So sieht das quasi aus, wenn man gegen den Online-Urdrachen kämpft. Es ist spektakulär und knapp und man verursacht keinerlei Schaden an ihm. Aber ich meine, wir reden hier davon, dass wirklich mehrere hundert bis tausend Spieler gemeinsam... Das ist ja wirklich jeder Spieler, der Dragon's Dogma auf der PlayStation 4 spielt... bekämpft ja quasi denselben Urdrachen. Da gibt es dann technisch gesehen schon noch Unterschiede, dass es eigentlich auf dem Server vier verschiedene Urdrachen gibt und der wird immer,
deren Durchschnittsleben einfach dann miteinander verrechnet. Das ist ein bisschen komisch gemacht, das ganze System ist ein bisschen kompliziert. Deswegen haben oft Spieler verschiedene Anzeigen, wie viel Leben er hat, aber es ist trotzdem de facto jedes Mal der gleiche Drache, der stirbt bei allen. Also alle arbeiten quasi auf den gleichen Drachentod hin. Es ist nicht so, als würden Leute an verschiedenen Urdrachen wirklich arbeiten. Und das ist das. Also so sieht es eben aus, wenn man sich mit dem anlegt. Ich find's eigentlich echt ganz spektakulär. Ich finde es eine sehr witzige Idee, dass der Urdrache halt so eine Art wirklicher Raid-Boss ist. Gleichzeitig sorgt er halt auch dafür, dass man aktiv immer wieder schaut, wie es gerade mit dem aussieht. Weil selbst wenn man sagt, ich habe gar keine Lust, jedes Mal dauernd gegen ihn zu kämpfen, ist in dem Moment, wo er stirbt, diese Viertelstunde-Phase, in der man aktiv an seinem Ableben beteiligt sein kann. Und da hat er nur noch eins von diesen Herzen und ganz wenig Leben und dann muss man dieses Herz halt nur zerstören. Und wenn man das schafft, kriegt man eine viel größere Belohnung als bei allen anderen Mengen an Schaden, die man an ihm verursachen kann. Oder eher eine sehr einzigartige Belohnung. Das habe ich selbst überhaupt noch nie geschafft in meinem Leben, aber ich gucke auch einfach nicht so oft, wie es dem geht, weil es ist mir dann am Ende auch nicht wichtig genug. Ja, viel wichtiger, ich brauche neue Heilgegenstände. Mir geht es gerade nicht so gut. Oh Gott, Aileen hat alle davon verbraucht. Ist ja schön, ich habe auch einfach keine mehr. Naja. Ich überlege gerade, wenn ich so auf die Uhr schaue, ob ich jetzt langsam schon ins Finale übergehen sollte. Ich kann sehr schwer abschätzen, wie lange das dauert, wenn man wirklich über die ganzen Details redet und jede einzelne Option und sowas abklappert. Aber ich glaube, sonst gibt es eigentlich nichts mehr in der Welt, wo ich sage, Mensch, das muss ich unbedingt auch erledigen. Ich glaube, das war jetzt eigentlich alles am sehenswerten, einzigartigen Content. Alles, was ich jetzt noch machen könnte, stattdessen wäre halt einfach immer und immer wieder irgendwelche Grabenbruchräume absuchen. Und da versteht man dann halt auch schon. Ich habe da jetzt 2 Folgen rein investiert, diesen Endgame-Content zu machen und ich habe nicht mal 2 Folgen damit füllen können, ohne dass es langweilig wurde. Da sieht man, warum sich die Leute sehr viel beschwert haben, dass der ganze Endgame-Content von Dragon's Dogma nicht unbedingt erste Sahne ist. Aber das ist auch, glaube ich, sehr wieder dem geschuldet, dass Dragon's Dogma einfach sehr viele Zeitbeschränkungen bei der Entwicklung hatten, weil das, was der Grabenbruch im Moment ist, das ist eigentlich, war mal geplant als ein riesiger Turm, der durch die einzelnen Welten führt und jedes Stockwerk des Turms ist so ein endlos langer Turm quasi und jedes Stockwerk des Turms ist wieder in einer anderen Welt und jede von diesen Welten ist quasi eine von den Welten, in dem ein Spieler lebt und sowas, aber Dragon's Dogma war eh mal als Spiel geplant, was einen ganzen Kontinent umspannt und nicht nur eine, so ein kleines Herzogtum, und wenn ich mir angucke, wie groß dieses Herzogtum ist und gleichzeitig wie klein es ist, das ist ja für eine Open World, das ist ja eigentlich eine saukleine Karte, ja, dann ist natürlich ein bisschen schade, dass es nicht wirklich die Entwicklung gekriegt hat, die es sollte, aber dann wiederum, das wäre, glaube ich, fast schon zu groß geworden, das Spiel am Ende. Es hätte dann sowas von einem MMORPG oder sowas, ich weiß auch nicht. Naja, ich ruhe mich dann einfach erstmal aus und mache das mit dem Finale jetzt. Und wenn am Ende das Spiel vorbei ist und ich einfach noch ewig viel Zeit habe, dann fange ich das New Game Plus an, weil da muss man ja eh ein bisschen was erledigen, bevor man in den Content von Dark Arisen übergeht. Im schlimmsten Fall mache ich die Folge heute kürzer. Wer weiß, ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie es läuft. Deswegen, sagen wir mal. So, entnehmen. Wir brauchen Lazarussteine. Oh, ich habe 103 Lazarussteine, wie man sieht. Also ich habe ein paar Mal den Urdrachen gemacht. Was heißt ein paar Mal? Man kriegt jedes Mal 20. Also ich habe ihn, glaube ich, 4 Mal gemacht oder so. Also das ist noch nicht so oft. Ja, 21, dann hat sie noch einen auf Lager. Das ist doch perfekt. Was ist das hier eigentlich? Ah ja, okay. Okay. Was man vor dem Finale machen sollte, ist die Vasallen abgeben, wenn man nicht will, dass die einfach automatisch nach Hause geschickt werden, sobald man das Finale fertig hat. Wird sich gleich noch alles zeigen, warum das so ist, aber naja. Ich mag es persönlich nicht, wenn meine Vasallen automatisch nach Hause geschickt werden. Also es ist, wenn sie sterben zum Beispiel, passiert das auch. Oder eben, wenn man sie irgendwie ins Wasser wirft oder so, dann kann man ihnen nämlich zum einen keinen Gegenstand mitgeben, was natürlich eher irrelevant ist. Ich gebe denen meistens ja eben irgendwelchen Quatsch mit. Ah, davon habe ich so viele, kann ich verschenken. Aber man kann ihnen keine Sternebewertung geben und das finde ich sehr schade. Weil es ist so, ich gebe den Vasallen, wenn sie gut waren.
gebe ich den gerne eine gute Sternebewertung. Und das ist nur, weil er irgendwo rein gestorben ist, es nimmt das ja nicht ab. Is everything in order, Master? So, wo sind sie? Die Heilrunden? Genau hier. Und ein paar nette Worte sind ja auch immer. Sind ja auch immer angemessen. So. Da sind die beiden Vasallen, die ich eben hatte, auch tatsächlich überraschend gut gewesen. Also gerade gegen den Urdrachen haben die sich erstaunlich gut geschlagen. Also, kann ich nicht klagen. So, also wir haben 20. Oh. Ich schaue den nur gerade mal an. Kann ich nämlich hier. So. Der hat nämlich eine Maske auf. Der sieht aus wie Terry Crews. Wahrscheinlich ist er deswegen Scary Terry. Okay. Die Apoll-Maske. Und das ist eine von den vier Masken, die man kriegen kann, wenn man in dieser Tötungsphase vom Urdrachen beteiligt ist. Die sehen alle gleich aus und haben nur verschiedene Farben, aber. Das ist doch schön. Und die sind alle auch tatsächlich nach Helden aus der echten Mythologie benannt. Das finde ich auch witzig. So nach Beowulf und sowas auch noch. Und eben Apoll und so. Naja, das sind Details. Ich leg dann mal los. Oder soll eher heißen, ich gebe einfach mal die 20 Lazarussteine ab. Dann werde ich mich ganz kurz verdrücken und dann legen wir mit dem Finale los. So, die Lazarussteine gibt man tatsächlich hier ab am Eingang. Das ist ganz gut gemacht, weil sonst müsste man immer ewig suchen, bis man die wiederfindet. Wer ist denn das eigentlich? Ach, das ist diese Händler. Ich schaue nur noch mal kurz, was der eigentlich hat, weil ich weiß überhaupt nicht mehr, was mit dem los ist. Der hatte, glaube ich, nichts irgendwie Interessantes dabei. Ja, der hat so einen völligen nutzlosen Kram. Warum hat er denn diese Arme? Ja, es ist egal. So, hier ist Quinns, über die habe ich ja schon mal kurz ein bisschen erzählt. Die war eine von den drei Vasallen, die man im Intro bei sich hatte. Okay, also die Lazarussteine haben irgendwie mit dem Rift auch zu tun. Eine Sache, die ich noch nie besprochen habe, da werdet ihr mir gleich sehen, ob wir sehen, die Lazarussteine sehen aus wie versteinerte Herzen, also wie quasi anatomisch korrekte Herzen zumindest, also nicht wie irgendwie so schematisch dargestellt. Wie anatomisch korrekt sie sind, darüber kann man natürlich streiten, aber sie sind da von der Form her sehr nah dran. Es ist ja auch, wenn man mal stirbt und man hat einen Lazarusstein dabei, dann kommt ja auch dieser Effekt über den ganzen Bildschirm und dann ist dieses pulsierende graue Herz zu sehen und, so, und man wird gefragt, willst du einen Lazarusstein benutzen? Und es ist natürlich, diese Lazarussteine funktionieren bei allen Menschen, die können quasi dein Herz wieder zum Schlagen bringen. Aber wir haben ja gerade das Herz generell als sehr starkes Symbol immer und immer wieder in Dragon's Dogma. Vor allen Dingen, weil wir selbst ja kein Herz haben oder zumindest hatten für die längste Zeit und trotzdem weitergelebt haben und so. Deswegen ist es ein bisschen. Da werden wir vielleicht nochmal drüber reden. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass auch die Lazarussteine scheinbar was mit diesen ganzen Rifts zu tun haben. Und es macht ja auch ein bisschen Sinn. Die Vasallen sind mit den Erweckten verbunden, die Erweckten sind die ohne Herzen. Da scheint ja generell auch eine gewisse Verbindung drin zu sein. Ist auch schön, die sagt das einem auch extra nochmal. Ja, ab hier geht's dann. Wenn du das jetzt machst, dann war's das. Kann man verstehen, weil hier sieht's aus wie Rotz. Und da sieht man sehr gut, dass die wie Herzen aussehen. Sieht aus wie der Bildschirm, der kommt, wenn man stirbt. Erstaunlich, ne? Diese Schale hier stand auch im Grabenbruch, als man ihn quasi das erste Mal besucht hat, als er noch nicht so aufgebrochen war wie hier, sondern als er noch einfach unter Grand Sorin diese riesige Halle war, stand diese Schale ganz unten und wenn man sie untersucht hat, ist der Beobachter aus dem Boden gekommen oder zumindest seine Tentakel und haben einen endlos attackiert. So, jetzt haben wir das hier, was wir wahrscheinlich auch, man kann es leider nicht sehen wegen der Kameraführung, aber man hat es wahrscheinlich so auch im Himmel gerade.
da fliegen Viecher drin rum. Bevor ich da reinspringe, bin ich aber kurz weg. So, dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich da reinspringe. Es ist wie gesagt quasi das echte, absolute Finale von Dragon's Dogma. Wir landen in einem See. Ich krieg so leichte Moonside Lake Vibes, so von Bloodborne, aber so ist es, glaube ich, nicht zu verstehen. Ist ein sehr ähnliches Angebot wie das, was der Drache einem gesagt hat. Still my heart. Ich guck mal, ob der mich töten kann. I ask you, what is it that makes you alive? 'Tis volition, unbending will. Ich will ehrlich gesagt, dass er mich tötet. Ich will sehen, was dann passiert. Die Opferung hilft da ganz gut, weil der macht einfach nicht viel Schaden, wie man sieht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob zu dem jetzigen Zeitpunkt zu sterben wirklich was bewirkt, aber wenn ja, dann ist es spektakulär. Ich meine, ich weiß, was es bewirkt, ich weiß nur nicht, ich weiß eben gesagt, wie gesagt, nur nicht, ob das jetzt auch das bewirkt, was ich denke, dass es bewirken sollte. Na los, attackier mich. Alter, macht er wenig Schaden, oh Gott. Kann man überhaupt gegen ihn sterben? Ich bin mir nicht sicher. Na los, vielleicht schlägst du mir in den Rücken. Ich meine, das Schlimmste war es, wenn jetzt nicht das passiert, was ich denke, was passieren sollte. Oh, er teleportiert sich auch noch. Weit weg, damit ich noch länger brauche, von ihm zu sterben. Also wenn jetzt nicht passiert, was ich denke, was passieren sollte, selbst dann, das speichert quasi mehr oder weniger automatisch ab. Na los, attackier mich doch mal. Muss ich mich echt mit meiner Opferung selber töten? Boah, das dauert aber so lange. Ich habe so viel Leben und die Opferung macht so wenig Schaden. Ei.
Wenn er jetzt zu mir läuft, dann besiege ich ihn ja schon fast. Ein spektakuläres Match. Ein angemessenes Finale für dieses Spiel. Okay, jetzt baut es langsam ab. Okay. Okay, jetzt gibt er sich langsam mal Mühe. Okay, schauen wir mal, ob passiert, was ich hoffe. Ja. Hat man es erkannt? Der Erweckte hat sich eben verwandelt. Das fand ich einfach nur irgendwie. Das sind wir. Jetzt hat sich quasi unser Erweckter in den Drachen verwandelt. Oder zumindest in einen Drachen. Das ist ja schon relativ bedeutungsschwanger. Dieselbe Sequenz haben wir ganz am Anfang vom Spiel gesehen, als Grigori das erste Mal in Kassadas aufgetaucht ist. Es ist natürlich so ein kleines Cop-Out-Ende, wie wenn man bei Grigori den Deal eingeht und sein die Herzensperson oder wie auch immer, die Liebschaft opfert und dadurch selbst Herzog des Landes wird, kommt ja auch so ein kurzer, minimalster Abspann. Ich werde jetzt gerade erstmal noch gar nicht so viel drüber reden. Ich meine, ich habe ihn schon getötet, er redet nur noch ewig, deswegen dauert es so ein bisschen. Denizens are but empty vessels. In that regard, no different than the Borns. Without volition, there is no true life. The world falls stagnant, dead as an ocean with no current to guide it. That volition is tempered by the struggle for survival. The decision, just like yours, to fight. Just as the Borns need a master's command, so the world thirsts for the will to live. Let us continue, Arisen. Show that you are more than an empty vessel, animated by forces unseen.
Show that the temper of your soul is strong enough to command far more than mere pawns. Show that your will is fixed to bind the fraying circle of this world and hold it fast. Fight tooth and claw. Struggle now and cling to life. Show that living holds worth enough to fight for. Auch hier wieder. Er redet länger, als man kämpft. It is time to decide. Will you claim your right as arisen? Or shrug the burden and seek peace in oblivion? Just so, one foot after the next, come what may. That is what it means to live. Turn back now, and I will grant you a merciful death. The choice is yours, Arisen. Yours alone. So. 'Tis a simple choice, Arisen. Step forward or retreat. Accept the quiet emptiness of a false peace, a false life. Then you will choose peace. That too is a valid fate. Ich werde erstmal den Frieden wählen, weil der natürlich auch wieder so ein Cop-Out-Ende ist. Das ist ja wie jedes Mal. Aber die soll man ja alle mal gesehen haben, weil nur wenn wir alle potenziellen Enden gesehen haben, alle Entscheidungen irgendwie mal komplett betrachtet haben, können wir auch wirklich versuchen zu erfassen, was das hier alles ist, was gerade passiert. Ich werde erstmal dieses Ende ansehen, dann kurz ein bisschen drüber reden, was wir bisher alles gesehen haben und dann mache ich erstmal weiter. Und dann werde ich nochmal einen Gesamtrundumschlag quasi für alles führen. So, wir gehen einfach durch dieses Portal. Ich meine, man hat in dem Portal ja schon Cassades gesehen. Hier sind wir auch wieder in unserer altbewährten Fischerkleidung. Kleines Detail, was ein bisschen seltsam ist, ist, dass unser... Kann ich ihn hier umziehen? Ja... Der Erweckte hat trotzdem die Narbe auf der Brust. Diese andere Person, die auch aussah wie wir, dieser leuchtende Typ, von dem wir noch nicht mal wissen, wie er heißt bis jetzt, einfach beschworen hat, die hatte diese Narbe nicht. Das war ja so ein kurzer, drauf konzentrierter Effekt. Werden wir aber gleich mal drüber reden. Wir sind jetzt hier quasi in Cassades, sind die Dorfbewohner. Nicht, was ich beantworten möchte. Das sind die ganzen Leute, die man so kennt. Die reden relativ belangloses Zeug allesamt. Also es ist eigentlich, es ist ganz normal, einfach fröhliches Cassades, die Sonne scheint wieder. Ich meine, wir hatten ja jetzt quasi dafür gesorgt, dass die ganze Zeit düsterer Himmel ist. Aber hey, es ist wie immer. Was anders ist, das Haus ist leer. Eleonore und Selene wohnen scheinbar nicht mehr bei uns. Die gibt es jetzt scheinbar hier einfach nicht mehr. Ich meine, wir haben ja jetzt hier quasi so eine Illusion von völligem Frieden. Alles, was irgendwie an Konflikt ist und so, ist einfach nicht mehr. Ist einfach jetzt nicht mehr existent hier. Wir leben jetzt quasi wieder unser fröhliches Fischerdorfleben ohne irgendeinen Anlass zur Sorge. Da vorne stehen Kina und ich vergessen, wie er heißt. Ardos oder so. Adaro. Wer war? Chief Adaro heißt er. Ja, genau. Der alte Mann heißt Adaro. Wenn wir gehen und schwätzen mit denen. Schön. So be it. Go and seek your peace. Your guttering beacon in the churning dark. And I shall await the coming of the next.
wieder der Abspann. Ist jetzt aber, glaube ich, der letzte Pseudo-Abspann, bevor wir wirklich das richtige Ende von Dragon's Dogma mal sehen können. Aber da gibt es noch ein klein bisschen was zu erledigen vorher. Man kriegt natürlich auch für jedes Ende eine Trophäe, auch ein guter Grund, das zu machen. So, jetzt stehen wir wieder hier, in der sogenannten Kammer der Wahl. Dieser lange Tunnel, der quasi einfach von Kasaris aus führt bis da hinten ins Ungewisse. Da stehen Personen, da werden wir gleich drüber reden. Jetzt ist erstmal kurz, was haben wir hier eigentlich für eine Situation? Diese leuchtende Gestalt, von der wir den Namen noch nicht kennen, da darf man sich jetzt auch nicht irgendwie was vormachen. Das ist de facto Gott. Aber jetzt nicht Gott, der große Erschaffer und so weiter, der alles kontrolliert, sondern er ist quasi nur in Anführungszeichen der aktuelle Gott, der die Welt zusammenhält. Das heißt, der untersteht quasi einer nicht näher benannten höheren Macht. Aber das sind alles Details, da werde ich später nochmal drüber reden. Aber der hat, also er hat uns ja auch gerade ganz offen eigentlich gesagt, so, er will, dass wir seinen Posten übernehmen. Oder, aber das muss man sich verdienen. Und sein Posten ist es unter anderem, diese Welt und diesen ewigen Kreis, wie er es genannt hat, zusammenzuhalten, der sehr brüchig wohl ist. Und die Welt ist wohl sehr brüchig. Ich meine, wir haben das ganze Ding vom Grabenbruch gesehen. Da ist ja auch, das ist ja quasi ein Portal durch mehrere Welten hindurch, durch unendlich viele Welten, wenn man es drauf anlegt. Und sowas versucht der scheinbar zu verhindern. Aber er bietet es nicht einfach jedem an, sondern er bietet es jedem Erweckten an, der es so schafft, so weit zu kommen. Und es ist, man kann eigentlich unseren ganzen Weg, inklusive dem Teil, vor dem wir jetzt noch stehen, als eine Art Prüfung ansehen. Unsere Prüfung war es, gegen den Drachen anzutreten. Der Drache hat selbst relativ offen darüber gesprochen, dass er uns prüft. Wir haben ihn zwar die ganze Zeit eher als dieses große Monster, als diese Naturkatastrophe angesehen, aber als wir ihn dann getroffen haben, hat er ja relativ, ja, ich würde nicht sagen, er hat doch relativ auf Augenhöhe mit uns geredet. Er war zwar verhältnismäßig arrogant, aber das wirkte eher, als würde er versuchen, uns Angst einzujagen, uns davon abhalten zu wollen, gegen ihn zu kämpfen, aus der Überzeugung heraus, dass er uns töten würde. Aber es war, habe ich ja in dem Moment, glaube ich, auch schon kurz drüber geredet, so, es wirkte alles sehr, als wäre es wirklich eine Prüfung, die uns der Drache selbst auferlegt. Er hat uns vorher diese Charakterprüfung gegeben, von wegen, entscheide dich, ob du es riskieren willst, gegen mich zu kämpfen und dafür deine Geliebte zu retten, oder opferst du die und kriegst dafür Ruhm, Reichtum, Macht und so weiter. Dann haben wir das gemacht, dann ist die ganze Sache mit dem Grabenbruch aufgetreten. Warum das zu diesem Zeitpunkt passiert ist, schwierig. Wahrscheinlich passiert das automatisch, sobald der Drache tot ist. Und im Grabenbruch haben wir die nächste Prüfung gekriegt, nämlich versuch einfach in diesem interdimensionalen Albtraum klarzukommen, und find diese Lazarussteine, denn du brauchst diese Lazarussteine. Das ist eine relativ unspezifische Prüfung. Es ist sehr so, die kann man komplett verschieden angehen. Man kann sich sehr auf die Räume berufen, wo man eben gegen leichte Gegner kämpfen kann, die man auch schaffen kann, ohne die Großen auch nur anzukratzen. Jeder hat ja verschiedene Gegner, die schwer für ihn sind. Man kann sich direkt mit dem, man kann ins Gasthaus gehen und so lange schlafen, bis der Händler genug Lazarussteinsplitter hatte. Der vornehm was verkauft die ja. Im, ich glaube, Wochenturnus oder so, um sich das komplett so zu machen, um überhaupt niemals irgendeinen Gegner anzufassen, bloß nicht. Man kann sich auch direkt mit dem Urgedrachen anlegen und ihm das Gesicht einboxen und dadurch komplett auf einmal alle von diesen Lazarussteinen verdienen. Man kann auf sehr verschiedene Weisen rangehen, die meisten von diesen Weisen bedeuten natürlich Kampf. Man kann aber auch Lazarussteine in der Welt suchen, gibt es ja auch. Ich weiß noch nicht, ob man da 20 finden kann. Aber das ist, glaube ich, so eine rein technische Frage. Aber das ist sehr so, da ist die Frage eben nicht, wie gut kannst du kämpfen oder so, oder wie wichtig ist dir das, was dir am wichtigsten ist, im Vergleich zu Macht oder sonst was, sondern es ist eher eine Frage ist, wie viel Durchhaltevermögen hast du, wie gewillt bist du, diese Aufgabe überhaupt zu erledigen, weil es ist eine sehr langwierige Aufgabe, wenn man es mal so sieht. Und das haben wir auch bestanden, nur dadurch reden wir jetzt mit diesem leuchtenden Kuttentypen. Den Namen von ihm werden wir schon noch erfahren, ich werde ihn aber nicht in den Mund nehmen, solange wir es nicht erfahren. Und jetzt sagt er uns ja ganz offen, diese ganzen Prüfungen sind, damit du meinen Job machst für mich, damit du quasi mich ablösen kannst. Und er redet ja auch so viel darüber, dass das, was die Menschen antreibt, eben Willenskraft ist. Und er bringt die Willenskraft in die Menschen. Das ist ein schwieriges, ja nicht ein schwieriges Konzept, aber ein bisschen schwammig,
aber es wirkt sehr so, als hätte er quasi einen gewissen Pool an Willenskraft, der hätte halt einfach unglaublich viel davon, und er gibt die quasi in kleinen Anteilen, aber wohl auch sehr verstärkt an die Menschen weiter, damit die Menschen eben ihre Willenskraft haben, damit die einen Sinn im Leben für sich haben, weil was ist Leben schon ohne Willenskraft, sagt er ja auch so. So, ohne die wäre man ja eigentlich wie die Vasallen, die ja keine eigene Willenskraft haben. Das darf man nicht vergessen. Vasallen sind ja quasi keine Menschen, die sind ja eigentlich sowas wie leere Hüllen, wie Robotersklaven. Es ist alles sehr problematisch, das so darzustellen, aber so, ich meine, so ist es in dem Spiel. Ob das jetzt ein Gleichnis aufs echte Leben oder sowas sein soll, möchte ich gar nicht anfassen, aber kann man sich mal überlegen. Aber was macht, ich meine, wir wissen jetzt zum Beispiel auch, dass auch Goblins zum Beispiel, oder Kobolde, dass auch die nicht wirklich eine Willenskraft haben. Die haben ja nur Instinkte wie Tiere, die haben aber trotzdem eine Intelligenz. Und viele andere Lebewesen haben ja auch eine gewisse Intelligenz, aber haben die wirklich Ambitionen, haben die Ziele vor Augen. All das Städte bauen und Reiche erschaffen und so, das hat Grigori ja sogar auch gesagt. Das sind Sachen, die Menschen machen. Und das macht in der Welt von Dragon's Dogma niemand anders. Ich meine, zumindest hier in Dragon's Dogma. Bei Dragon's Dogma Online ist das eine ganz andere Geschichte, aber hier in Dragon's Dogma gibt es Menschen und danach Monster. Kobolde, Vasallen, Zyklopen, Drachen, Greifen, egal ob die intelligent sind oder nicht, die haben alle keine Ambitionen, die bauen nicht, die erschaffen nicht, die versuchen nicht, irgendwelche großen Ziele zu erreichen. Die leben vor sich hin und leben nach ihren Instinkten. Selbst die Vasallen leben nach ihrem Instinkt, gehorcht dem Erweckten. Das war's. Die machen, was der Erweckte sagt, aber die machen nicht selber. Die einzige Vasallin, die wir kennen, die einen gewissen eigenen Willen zeigt, ist Selene, und das nur, weil sie zum Mensch gemacht wurde. Aber auch das ist gerade eher ein Thema für nachher. Es geht jedenfalls darum, dass die Menschen diese Willenskraft haben, und dieser leuchtende, gottgleiche Typ, der scheint diese Willenskraft in die Welt zu bringen. Und jetzt sagt er, hey, nimm meinen Posten ein. Wir haben versucht, gegen ihn zu kämpfen und sind dabei gestorben. Wir haben ja alle gesehen, wie es passiert ist. Wenn man quasi gegen diesen leuchtenden Mann kämpft, oder was sage ich, Mann, gegen diese leuchtende Person kämpft und nicht stark genug ist, sie zu bezwingen, denn der Erweckte muss ja auch stark sein, dann verwandelt man sich in den Drachen. Dann gibt es einen neuen Drachen. Wenn man ihn bezwingen kann, aber dann sagt, ich möchte aber deinen Posten nicht, ich möchte lieber in Frieden leben, ich möchte ein ruhiges, entspanntes Leben, ich möchte nicht machen, was du machst, dann führt man ein ruhiges, entspanntes Leben, und er sagt, dann warte ich auf den nächsten Erweckten. Weil man darf nicht vergessen, klar kann man sich jetzt überlegen, so, hey, der Drache entsteht, sobald ein Erweckter versucht, sich mit diesem Typen anzulegen und dabei stirbt, dann entsteht der Drache. Deswegen kommt der Drache nur so selten. Erweckte gibt es aber zahlreiche. Der Drache selbst hat ja wahrscheinlich nicht nur unser Herz geklaut. Er hat in seiner einzelnen Lebenszeit mindestens das Herz von Edmund Drachenbahn und das Herz von dem Drachengeschmiedeten auch geklaut. Und da ist ja bestimmt einige Zeit vergangen. Und es gibt, ich meine, wir sehen so viele Vasallen im Grabenbruch. Es gibt einige Erweckte. Es gibt einige Welten, also auch einige Erweckte. Und alle versuchen eben, den Drachen zu besiegen. Und alle, die es schaffen, den Drachen zu besiegen, kriegen die Prüfung vom Grabenbruch. Und alle, die Prüfung vom Grabenbruch bestehen, dürfen sich mit diesem Gott anlegen. Und alle, die im Kampf gegen diesen Gott fallen, werden zu Drachen. Aber sie werden wahrscheinlich nicht unbedingt zu Drachen in ihrer eigenen Welt, das weiß man nicht. Vielleicht werden sie zu Drachen in mehreren Welten. Vielleicht ist der Drache ein interdimensionales Wesen, fliegt von einer Welt zur anderen, immer wenn er in einer Welt von dem Erweckten gestellt wurde und dieser Erweckte gesagt hat, ganz ehrlich, ich opfere meine Geliebte, dann fliegt der Drache weg. Und er sagt ja dann, ich fliege da weg und lasst euch in Ruhe. Aber wohin fliegt er? Wahrscheinlich in eine andere Welt. Weil was soll er denn 50 Jahre irgendwo in den Bergen chillen? Das ist ja Quatsch. Das macht er ja nicht. Er erscheint ja auch ganz offen am Anfang des Spiels aus einem Portal. Und genauso wie wir gerade aus diesem Portal entstanden sind. Also gibt es wohl immer, dadurch, dass es so viele Welten gibt, gibt es immer einen Drachen und es gibt immer Erweckte. Das heißt, aber wahrscheinlich ist das hier, wo wir hier sind, so eine Art Knotenpunkt, so ein, das gibt es nur einmal. Dieser Gott existiert in allen von diesen Welten, aber er ist nur eine Person. Also für ihn sind diese Welten wahrscheinlich keine wirkliche Grenze oder so. Man muss also stark genug sein, den zu besiegen. Ich meine, wir haben gesehen, wie schwach der im Kampf ist. Ich habe den einmal abgeschossen, dann ist er gestorben. Er hat nur noch ewig geredet, weil dieser Monolog halt so wichtig ist, dass er sagt, es ist wichtig, dass man Willenskraft zeigt. Zeigt es, was es wert ist, zu leben. Du musst den Willen zum Überleben haben. Wenn ich diesen Willen zum Überleben nicht habe, dann werde ich zum Drachen.
Aber jetzt fragt er mich ja gerade, willst du das wirklich machen oder ist dir Frieden wichtiger? Und wenn ich sage, mir ist mein eigener Frieden, mein eigenes Wohl wichtiger als diese wahrscheinlich immens wichtige Aufgabe, die dieser Gott übernimmt, dann lässt er mich das auch machen, weil er kann mich ja nicht zwingen, das zu machen. Wahrscheinlich ist es, wenn ich das nicht aus freien Stücken heraus mache, nichts wert. Wahrscheinlich mache ich dann einen schlechten Job oder ich habe eben nicht die nötige Willenskraft, das zu machen. Das ist, was er jetzt geprüft hat. Und jetzt versuchen wir mal zu ihm zu kommen, diesen Gang zu durchschreiten und zu sehen, wer diese Leute sind, die da stehen. Why not put an end to it? The praises of the quiet life are sung far too infrequent. Das, ich meine, hier ist direkt Mason, an den erinnern wir uns ja. Das ist natürlich ein sehr plumpes, aber auch sehr starkes Sinnbild. Wir kommen quasi von da hinten, Cassardis, gehen in diese Richtung. Und hier sind Leute, die wir kennen. Und die sagen uns, hey, nimm doch das ruhige Leben, komm. Und versuchen uns zu überreden, aber auch uns zu besiegen. That's a bit harsh. I never did know that about you. Und er ist tot. Das heißt, die... Kann ich den eigentlich abschießen? Oh, nee, schade. Das heißt, wir werden jetzt, also jetzt versuchen quasi die Leute, die wir kennengelernt haben auf unserer Reise, versuchen uns aktiv davon abzuhalten, diese Reise zu beenden. Und wenn die es schaffen, uns zu überreden, zu sagen, hey, vielleicht sollte ich doch das Leben in Frieden wählen, dann ist das auch zu Recht. Wenn ich mich von den Worten von irgendwelchen Leuten davon abhalten lasse, zu wählen, was hier vor mir liegt, dann habe ich wahrscheinlich nicht verdient zu kriegen, was da vor mir liegt. Von den Worten und den Taten. Das sind der Drachengeschmiedete und Salomet. Zu dem wir ja eine sehr gespaltene Bindung haben. Gerade zu Salomet, ich meine, der ist ein Feind von uns. Da kommt Mercedes. Es ist sehr schön, also nicht jede von den Charakteren, die man hier trifft, kriegt einen Spracheinsatz. Eigentlich nur jeder zweite oder so. Aber es ist immer exakt im Charakter dessen, was die auch sagen würden. Hier sind der Herzog und der Hofnarr. Tis too great an honor for one of my stature. Ich meine, die haben natürlich auch keinen Stellenwert. Wer kommt da? Julian? Why this hesitation, sir? You've ought to protect, do you not? Das finde ich interessant so. Der Mason hat ja jetzt sehr so geredet von diesem, ja, komm. Es gibt Wichtigeres im Leben, weil Mason hatte ja auch diese ganzen Sachen, dass er gegen die Erlösung so vorgegangen ist und so, weil er wusste, hey, ich bin vielleicht ein sketchy Typ, aber die Erlösung ist wirklich, das sollte man so nicht machen, das versuchen wir mal besser zu verhindern. Mercedes ist ja dieses, hey, ihr habt doch auch ein Zuhause, zu dem ihr zurückkehren könnt, weil auch Mercedes hat ja auch dieses Zuhause, nämlich Hearthstone, also Hertheim, wo sie jetzt auch hin zurückgekehrt ist, aber das ist natürlich nur am Rande. Aber sie hat ja dieses schöne Zuhause, zu dem sie jederzeit hätte zurückkehren können. Sie ist ja fast schon aus freien Stücken in Grancis, um gegen den Drachen zu helfen. Ich meine, klar, sie wurde geschickt, aber ich glaube, wenn sie gesagt hätte, nee, möchte ich nicht, hätte sie auch zu Hause bleiben können. Aber sie hat eben diese Ehrgefühl, ist darum da, aber sie hat ein Zuhause, zu dem sie zurückkehren kann, wenn es schief geht. Julian wiederum hat ja auch dieses, ihr habt doch was zu beschützen. Es ist was anderes. Für Mercedes ist dieses Zuhause ein Ort, zu dem sie sich zurückzieht, ein Schutz für sie. Aber Julian sieht sein Zuhause als etwas an, was er zu beschützen hat. Die beiden sind zwar beides edle Ritter, aber haben komplett verschiedene Ansichten. Und das hat ja auch dafür gesorgt, dass dieser große Konflikt zwischen beiden entstanden ist. Und de facto auch der Konflikt zwischen Julian und uns. Wir hatten jetzt zwar keinen aktiven Konflikt mit ihm, aber all seine Taten haben quasi direkt gegen das gearbeitet, was wir versucht haben zu bewirken. Und deswegen, man muss Julian eigentlich von unserer Warte aus als einen Feind, als den Bösen ansehen, aber man kann zumindest verstehen, wie er argumentiert. Das muss man ihm anerkennen. Man kann verstehen, warum er sich selbst nicht als den Bösen sieht. This is your answer, then. Nochmal Edmund Drachenbann, aber diesmal alt und gebrechlich. Und der Elysion. Mit einem Schwert, ich weiß nicht genau warum. Warum hat er nicht den Dolch in der Hand, den er benutzt hat? Naja. Adaro zumindest, der sagt uns, was er glaubt, was für uns am besten wäre, aber der weiß, dass wir nicht auf ihn hören. Das ist schön. Adaro ist wirklich sehr so
Ich weiß doch, wie es ist. So. Der war zwar nie in dieser Position, aber der kennt uns gut genug. Der kennt uns wahrscheinlich seit den Kinderschuhen. Wahrscheinlich kennt er uns seit unserer Geburt. Ich meine, es ist der Dorfälteste von Cassardis. Der weiß, wer wir sind. Der ist so mit uns. Zudem haben wir eine sehr enge Beziehung wahrscheinlich. So, hier kommen die ganzen holden Damen, die alle nicht wirklich was zu sagen haben. Madeleine und Eleanor und Selene. Goodbye. Selene ist da sehr trocken, die sagt einfach nur goodbye. Ich glaube, Selene versteht besser als die ganzen Menschen, dass das, was wir machen, gemacht werden muss. Ich glaube nicht, dass sie versteht, aber ich glaube, sie versteht, dass das etwas ist, wo sie sich nicht einzumischen hat, so in dem Sinne. Wo sie nichts dran ändern kann. Die anderen sind alles Menschen mit eigener Willenskraft. Selene hat diese Willenskraft zwar auch, aber hat sie wahrscheinlich noch nicht sehr lang. Und da steht die letzte Person. Ich verstehe so voller Angst. Es schien, als könntest du jeden Augenblick zu einem Ort aufbrechen, an den ich dir nicht folgen konnte, sagt Kina. Und das finde ich eigentlich am beeindruckendsten, dass Kina als allerletztes kommt. Weil, klar, dieses Spiel hat... Ich wollte noch nie etwas anderes, als bei denen zu sein, die ich liebe. Nichts anderes. Das ist schön. Also, ich finde es sehr beeindruckend, dass Kina die letzte Person ist, weil klar, man sieht schon so eine gewisse Staffelung in den Leuten. Es sind Leute, je weiter man kommt, umso mehr sind es Leute, für die man potenziell was übrig hat. Ist streitbar. Mercedes kommt relativ früh. Wenn man mich fragt, sollte sie ganz hinten stehen, aber das ist egal. Natürlich kommen die ganzen weiblichen Charaktere, die potenziell die Liebschaft sind. Nicht alle eben, wie gesagt, außer Mercedes, aber fast alle ganz am Ende erst, weil man als Spieler meistens zu denen eine ganz andere Beziehung aufbaut. Die sind ein wichtiger, sind halt die Waifus und so weiter. Aber es sind alles auch Charaktere, die für den Erweckten so oder so einen gewissen Stellenwert haben. Man kann darüber streiten, ob Eleanor, Madeleine und Selene eine sehr gute Wahl sind, aber wenn man deren Stories gespielt hat, und haben wir ja alles gemacht, und deren ganzen Aufgaben abgeschlossen hat, dann ist klar, das sind alles Personen, die den Erweckten sehr berührt haben auf eine gewisse Weise. Ich meine, wir haben Selene in unser Haus aufgenommen, wir haben Eleanor gedatet, eine Romanze, wir haben sie aus diesem Schloss befreit. Das ist zumindest das Einzige, was man auf jeden Fall sagen kann. Wir haben sie aus diesem Schloss befreit. Nur weil sie bei uns jetzt die Liebschaft war, ist es ja nicht bei jedem anderen Spieler so. Aber wenn jeder andere Spieler, der ihre Quest gemacht hat, hat das gemacht. Er hat sie befreit aus den Fängen des Herzogs. Und jeder Spieler, der die Quest gemacht hat, hat Madeleine extrem viel Geld geliehen. Ich weiß nicht, wie sehr das vergleichbar ist, aber ja, okay. Man hat ihr extrem viel Geld geliehen, von dem man weiß, dass man es nie wiedersehen wird. Und de facto waren es tatsächlich alles drei Personen, die jetzt auch in Cassardis wohnen, obwohl sie es vorher nicht getan haben. Ist natürlich gerade Eleanor so, die Liebschaft wohnt in Cassardis. Bei uns ist Eleanor die Liebschaft, also wohnt sie jetzt auch da. Aber Madeleine taucht da auf jeden Fall auf und Selene auch, wenn man die Quest quasi auf die bestmögliche Weise abschließt. Aber die allerletzte Person, die man trifft, ist Kina. Und es ist die erste Person, die man im Spiel trifft. Außer Grigori. Und jetzt ist es quasi die letzte Person, die man im Spiel trifft. Und Kina ist sehr... Die ist dieser Freund seit Kindheitstagen von einem. Die hat... Im Gegensatz zu allen anderen hat die eine persönliche Aufgabe, die sich nicht um sie selber dreht. Natürlich dreht sie sich um ihre Entwicklung, um ihren Werdegang, aber hauptsächlich dreht sie sich darum, dass sie versucht, uns zu helfen. Alles, was Kina gemacht hat, war der Versuch, uns zu heilen vor diesem Verlust des Herzens, weil sie einfach nur wollte, dass wir zurück nach Cassardis kommen. Dass, wenn wir das friedliche Ende wählen, was quasi am anderen Ende des Ganges ist, wo wir gerade drin waren, das wäre, was nicht nur uns, sondern wahrscheinlich am ehesten Kina am allerglücklichsten gemacht hätte. Aber das haben wir abgelehnt, weil wir herzlos sind. Und das finde ich schön, weil sie sagt ja auch nur, alles, was ich wollte, ist bei denen sein, die ich liebe. Und trotzdem ist ihre Quest eine von, sie reist in weite Ferne. Alle Aufgaben von ihr sind, hey, begleit mich in den ich gehe mal in den Hexenwald und versuche da diese Hexe zu finden, vielleicht kann die dir helfen. Und hey, begleit mich doch zu diesem Wasserfall, der da ganz weit bei dieser Abtei ist. Und dann ist es, innerhalb der Abtei ist es, hey, ich möchte eigentlich in die Hauptstadt aufs Festland, um da zu lernen, um dir helfen zu können. Ihre Aufgabe bringt sie immer weiter und weiter weg von zu Hause. Und das ist das Gegenteil von dem, was sie will, aber sie macht es, um uns zu helfen. Und das zeigt sehr, was Kina für eine Person ist. Das muss man absolut respektieren. Im Gegensatz zu den ganzen Leuten da hinten, denkt Kina nicht an sich selbst. Ist jetzt natürlich so, es besteht jetzt hier nicht so ein riesiger Bruch an Moral. Das sind jetzt keine moralisch schlechten Leute, die da liegen. Sind auch alle völlig in Ordnung.
teilweise auch sehr gute Leute, die geben ja auch ihr Bestes, andere zu helfen. Mercedes zum Beispiel kann man ja auch gut argumentieren. Aber China ist halt quasi für uns als Erweckter einfach was komplett einzigartig Besonderes. Auch wenn sie jetzt in unserem Fall nicht unsere Geliebte war, ist es sehr so, man muss sie trotzdem mögen. Also man wird fast gezwungen von der Story. Man kann sehr verstehen, warum die Story sie sehr dreht als die wichtigste Person für einen. Auch wenn die Tatsache, dass sie ein Kind als Freund ist, natürlich etwas komisch macht, wenn man sie als Liebschaft nimmt. Aber das ist eine ganz andere Nummer. So, und damit sind wir hier durch. Ich gehe mal weiter. Da vorne leuchtet wieder dieser Typ. Man hört leise das Cassades-Thema die ganze Zeit. Das ist auch schön. Schauen wir mal, was er jetzt zu sagen hat. Bevor ich gegen ihn kämpfe, das ist Savan. Das werden wir gleich noch besprechen. Aber auch sein Begleiter ist wichtig. He must act to stop you. I've got him. Strike now. Arisen, forgive. All I've done is to test your will. It is the fate of all Arisen. You and I are swept up in the current, same as the rest. Each tempers the volition of the next. And the endless cycle continues. And so, until the coming of a new soul fit to craft the will to live, someone like you. Until that day, may you guide the world ever justly. I present you the Godsbane Blade. Those who arise to oversee this world are undying, save by this brand's kiss. I ask that you, as the world's new solution, use it now to vouchsafe freedom to your weary servant. Rifts of a gateway is linking distant places, slivers of a world far more vast. Ja, das ist eigentlich der Moment gewesen, von dem ich meinte, dass es der angemessene Moment wäre, um den Götterband zu erhalten. Man erhält ihn ja automatisch, nachdem man Grigori besiegt hat. Und ich habe ja schon gesagt, das finde ich ein bisschen komisch und eigentlich eher blöd. Und es gibt für mich ersichtlich keinen Grund, warum man den unbedingt vorher erhalten muss. Ich meine, man kann ihn benutzen, um Truhen zu farmen. Aber die Tatsache, dass man ihn jetzt quasi in der Story erst erhalten hat, hätte es so viel sinnvoller gemacht, ihn auch im Spiel jetzt erst zu erhalten. Und ich meine, man hätte ihn dann halt, ich weiß nicht, mit ins New Game Plus übernommen und da hätte man ihn da eh auch gehabt. Und dann hätte sich die Sache auch genauso erledigt. Es ist so, diese kurze Zeitspanne zwischen man besiegt Grigori und man kommt hierhin,
dass man da unbedingt den Götterband schon haben muss und währenddessen noch gar nicht versteht, warum man den jetzt hat und was das soll, warum es den gibt, was das ist, macht das alles ein bisschen komisch. Ja, wir haben jetzt quasi nochmal gegen Savan gekämpft. Savan ist derjenige... Aileen, hört nicht auf zu reden. Savan ist der Erweckte, den man im Tutorial, im Intro gespielt hat. Der Begleiter, den er gerade dabei hatte, ist der Begleiter, den man im Tutorial als erstes auch dabei hat. Witzigerweise auch der Begleiter, der damals Savans Vater bei sich hatte. Denn er sieht fast genauso aus wie Savans Vater. Oder er sieht eigentlich genauso aus wie Vater, weil die Vasallen sich ja irgendwann an ihren Erweckten angleichen. Irgendwann. Bei ihm war das jetzt scheinbar noch nicht der Fall. Kann man drüber reden, warum das so ist? Werden wir auch noch. Er hat uns jetzt quasi diesen Götterbann gegeben und er hat ihn extra aus seiner Brust gezogen. Das ist dieses immer und immer und immer wiederkehrende Thema, dass die Brust, das Herz beim Erweckten das Allerwichtigste ist. Und es ist eben auch sehr symbolisch, weil klar geht es darum, dass wir unser Herz zurückerobern müssen, aber Willenskraft, das Herz ist so, das ist ja sehr naheliegend so, was damit gemeint sein könnte. Das heißt, ein Erweckter, der immer ohne sein Herz bleibt, ohne seine Ambitionen, ist ein Erweckter, der es nie schafft, sich mit dem Drachen angelegt zu haben. Wer es nicht schafft, sich mit dem Drachen anzulegen und ihn dann halt auch zu besiegen oder zumindest diese Wahl zu treffen, nur wer es schafft, den Drachen zu besiegen, hat genug Ambitionen, sein Herz zurückzuerobern. Alle anderen alle anderen Erweckten sind im wahrsten Sinne des Wortes einfach herzlos. Nämlich Edmund Drachenbahn zum Beispiel. Der ist ja auch herzlos gewesen. Haha. Und damit meine ich jetzt nicht, er ist böse oder kalt, sondern eben ihm fehlen die nötigen Ambitionen, die Willenskraft, sich durchzusetzen. Was natürlich harte Worte sind für jemanden, der Herzog ist. Wir haben jetzt quasi gewonnen. Er hat sich gerade kurz als der Truchsess vorgestellt. Also jetzt wissen wir quasi, wie heißt der Truchsess. Truchsess ist ein alter Titel. Das ist so jemand, der hat zu Hofe... Anfänglich hieß es einfach nur, das ist die Person, die, ich glaube, bei den Festmahlen darauf achtet, dass alles Essen da ist und sowas und alle Leute gut versorgt sind. So. Und es ist später immer mehr an Aufgaben dazugekommen und irgendwann zu späteren Zeitpunkt war Truchsess tatsächlich halt auch ein sehr edler, hoher Titel. Jemand, der zu Hofe extrem viel von der Organisation und sowas übernommen hat und alles zusammengehalten, sowas wie ein Manager quasi. Im Englischen heißt er Seneschal, was ein ganz ähnlicher Begriff ist. Es ist nicht das Gleiche, Seneschal ist nicht die Übersetzung von Truchsess. Seneschall ist tatsächlich im Deutschen ein ganz eigener anderer Titel, der aber sehr, sehr ähnlich zum Truchsess ist. Der Seneschall ist da, glaube ich, sowas wie der höchste leitende Angestellte, so, aber auch sehr im mittelalterlichen Sinne eben. Aber es ist quasi ein sehr gleicher Beruf, aber er kommt halt aus einer anderen, anderen Kultur vielleicht, aus anderen Arten von Adelshäusern, wie die Konstellation an Menschen da war und sowas. Ja. Aber das macht natürlich Sinn, weil er sagt ja auch, also ich meine, ich habe ja schon gesagt, er ist quasi de facto der Gott, aber nicht Gott. Und er sagt ja auch, er schwimmt auch nur in diesem Strom mit. Und das Ganze ergibt jetzt langsam so ein bisschen ein klareres Bild. Ich werde jetzt aber erstmal mit ihm reden, bevor wir weitermachen. Man kann nämlich auch ihn auch noch ein bisschen ausquetschen. Grant me now this single boon. The fire of my life is spent in guttering. Give me freedom with the kiss. Das Feuer meines Lebens ist verglüht bis auf ein Flackern. Damit meint er wahrscheinlich sowas wie, meine eigene Willenskraft ist langsam erloschen. Das kann man quasi auch ein bisschen sinnbildlich daran sehen, dass der Kampf gegen ihn unglaublich einfach ist. Man denkt jetzt natürlich so, ja wie, nur die Erweckten, die ihn besiegen, die gegen ihn verlieren, werden dann zum neuen Drachen. Und der ist doch super schwach, was soll das? Wahrscheinlich war er nicht immer so schwach, wie er jetzt ist. Aber eins nach dem anderen. If there is aught you wish to know before my death, you need but ask. Wir können ihn jetzt noch ein bisschen befragen, bevor wir die Götterbandklinge schwingen, wie es hier heißt. My knowledge as my own is yours to take. Er hat vier Fragen. Ich werde mich durch alle durchklicken. Was ist der Truchsess? The Seneschal is steward to the world. The world you traveled now rests in your care.
So, Truth ist der Hüter der Welt. Im Englischen sagt er sogar Steward to the World. Steward ist tatsächlich ein dritter Titel, der genauso wie Truchsess und Seneschal funktioniert. Es ist super witzig, dass das quasi alles so einfach ausgetauscht wird, je nach Sprache natürlich, aber auch innerhalb der einen gleichen Sprache. Just as the Arisen calls Pawn into being and sets them to motion, the Seneschal holds dominion over all living things. Das ist ein starkes Bild. Der Erweckte beherrscht quasi die Vasallen. Und der Truchsess beherrscht auf dieselbe Weise die Menschen. Das hat er in dem ersten Kampf gegen ihn auch schon gesagt und kurz demonstriert. Aber so muss man das eigentlich auch verstehen. Der Truchsess gibt den Menschen auf dieselbe Weise Willenskraft. Der leitet die an, der hält die Welt zusammen, der hält die Welt in Bewegung. Und auch das ist super interessant. Er sagt, manch einer nennt solche Wesen Schöpfer oder Gott. Vor allen Dingen das Wort Schöpfer ist super interessant in der Hinsicht, denn der Schöpfer ist in der geläufigen Religion von Grancis und Dragon's Dogma, ist es der Gott. Dort ist es quasi der Glaube, der im Englischen The Faith, und im Deutschen, glaube ich, heißt er auch nur der Glaube, der ist nicht wirklich genau ausformuliert, aber es geht halt wirklich um diesen einen, es ist so ein sehr monotheistischer Glaube, wo man eben dem Schöpfer folgt. Der Schöpfer ist einfach Gott. Und ich meine, wenn der Truchsess quasi das ist, was die Leute für Gott halten, und die Drachen quasi unmittelbar dem Willen des Truchsess dienen, dann macht dieses ganze Bild, dass Grigori mehr Schaden durch Schatten kriegt und weniger Schaden durch Heilig und sowas. Und ich ja schon gesagt habe, hey, das ist ja fast, als wäre er ein Engel. Macht dann nochmal mehr Sinn, er ist ein direkter Diener des Gottes. I cannot deny the claim any more than affirm it. In the end, they are but words. Call it what you will. Such is the office I have served. Just as those before me and you beyond unto eternity. Also es geht ja alles schon ziemlich lange so. Also ich meine, Savan war ja nicht der erste Erweckte und er ist wahrscheinlich auch nicht der erste Truchsess. Er ist nur der letzte Truchsess vorerst bis zu uns. So, ich muss mich jedes Mal durch den ganzen Quatsch durchklicken. Ich kann nicht einfach eine Frage nach der anderen stellen. Ich muss den Dialog jedes Mal neu aufmachen. So, die Frage ist, wie ist die Welt beschaffen? The pawns exist astride the rift. They speak of a multitude of worlds, each infinite unto itself. So, die Vasallen können quasi zwischen den Rifts hin und her springen, also zwischen den Welten, durch die Rifts zwischen den Welten hin und her springen, so rum. Limitless in span and lost to time, these worlds extend in an eternal, perfect loop. Also es ist quasi sehr diese Multiversum-Theorie, also es gibt unendlich viele verschiedene Universen. Just as a ring lacks start and end, so this world has no origin, no final terminus. Das Bild von Ringen und so und Kreisen wird gerade sehr stark aufgemacht. Das ist auch was sehr, ich glaube, sehr buddhistisches. Es ist zumindest was sehr östliches in der ganzen, also es ist ja gerade in der japanischen Kultur sind das auch Themen, die immer wieder aufkommen. Es ist kein Zufall, dass wir das quasi auch in Dark Souls und sowas auch alles immer haben. Und auch in sehr, sehr vielen anderen japanischen Spielen. Das ist in der westlichen Kultur nicht so verbreitet. Für uns ist das alles noch so ein bisschen so, wow, was für ein fantastisches, innovatives Konzept. Und jetzt haben wir plötzlich in den letzten Jahren ungefähr 100 Spiele gesehen, wo es drin war. Und es ist so ein bisschen so, hey, kopieren die sich alle? Und es ist, nein, das ist einfach nur eine andere Art von Kultur, auf der die alle basieren. If it does, they lie beyond dark. Also ich meine, aber es ist auch in der westlichen Kultur sehr verbreitet. Das Bild von Ouroboros, der Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt und so. Muss man jetzt auch nicht alles das riesige Fass aufmachen. We are prisoners of unpassing time, wandering an unending land. What lies beyond, we cannot know. Das ist super interessant. Also auch dieser ganze ewige Kreis, der existiert, auch der Truchsess ist daran gebunden. Der Truchsess ist nicht Gott. Der Truchsess ist eben auch nur ein weiterer Vasall in diesem gesamten Universum, wo nicht 100% klar ist, was da alles noch drüber steht. Wir werden wenig erfahren, was noch über dem Truchsess kommt, falls über ihm noch was kommt. Es kann auch sein, dass es neben ihm kommt. Das werde ich nachher drüber reden. Ich merke schon, ich werde die Folge wahrscheinlich länger machen und nicht kürzer. Aber es ist halt unglaublich wichtig, dass der Truchsess selbst auch nicht wirklich Gott ist, dass der eben auch nur gefangen ist in dieser ewigen Schleife. There is life in the world, and with it death. Naught lasts forever. Each rises and falls in its time. But such is a death akin to that of Pons.
appear in this world and vanish, only to appear again, like bubbles in a mountain spring. And so it is with all that lives within this eternal world. In time, you will come to see it happen under your watch, Sinisha. Each beast, each blade of grass, each human life is born to die and be born again in endless rhythm. Naught lasts forever, yet all persists unto eternity. It feels different. New crown sovereign. If there is so, die letzte Frage, was ist Wille? Will is that which led you to this place, and that which turns the eternal wheel of the world. Das endlose Rad der Welt. Auch sehr wichtig. Along the endless string of life and death, there are some born with a hunger. They yearn for some other, better place. They are the Arisen, nascent fountainheads of will. And so the dragon is sent into the world to guide the Arisen and refine them, to temper their wills into aught capable of sustaining the world. Also das bestätigt einfach genau, was ich gerade gesagt habe. Der Drache ist eine Art Prüfung an den Erweckten. Eine von vielen Prüfungen, die er durchlaufen muss, um der neue Truchsess zu werden. Das ist natürlich schön, so plötzlich werden einem Prüfungen entgegengeworfen, um zu testen, ob man der neue Truchsess werden kann. Und man weiß nicht mal, dass der Truchsess existiert in der Zeit. Aber so ist es wohl. Also ich meine, wenn man wüsste, dass das Ziel ist, Gott zu werden, dann würden die Leute natürlich an die Aufgabe ganz anders rangehen. Es wäre dann wirklich nicht mehr eigener Willen, dann wäre es mehr so Machtbesessenheit. Und genau das soll ja nicht belohnt werden. Genau das soll ja bestraft werden. Sieht man ja bei der Entscheidung beim Drachen. And so the cycle of our world has continued. Für immer. So, das waren alle Sachen, die ich ihn fragen konnte. Ich werde es jetzt erstmal kurz beenden und dann reden wir weiter. If there is aught you wish to know, so, ich werde die Götterwandklinge jetzt schwingen. Ich weiß nicht, warum es so plötzlich ist, aber... I welcome the release. At long last, I am free of eternity. Of infinity. Free of the cruel, unending ring. Man beachte die Musik. Da wären wir. Jetzt sind wir der Truchsess. Lebt euer Leben als die Truchsessin. Ich habe gerade kurz gesagt, man beachte die Musik. Denn es kam das Thema von Dragon's Dogma. Also ich meine damit nicht das Titellied, sondern das immer wiederkehrende Thema, was in fast jedem Lied von Dragon's Dogma eingebaut ist. So Sachen wie, man kommt aus Grand Sorin raus und hört so eine ambiente Musik. Und dann kommt so dieselbe Linie an Noten. Und gerade kam sie mit Text, das kommt auch öfter, auch gerade wenn man nachts unterwegs ist, kommt auch öfter so dieses, genau diese Melodie, die gerade kam mit diesem Gesang. Der Gesang ist sehr oft in verschiedenen Szenen drüber gelegt, beim Kampf gegen den Drachen relativ prominent. Es ist halt auch das Titellied von Dragon's Dogma. Und der Text ist dabei wichtiger als bei jedem anderen Lied, was ich jemals bei einem Videospiel gehört habe. Der Text insgesamt ist unglaublich wichtig, weil er sehr die ganze Geschichte von Dragon's Dogma darlegt und so sehr, worum geht es im Spiel. Aber diese eine Stelle, die immer und immer wieder, auch in jedem weiteren Soundtrack, der noch in Dragon's Dogma kommen wird, weil Dark Arisen hat einen eigenen Soundtrack, wird immer wieder zitiert und auch mit Text und auch ohne Text. Und der Text lautet im Englischen: Land and sky and seas yearn. Finish the cycle of eternal return. Im Deutschen, das Land und der Himmel und die Meere sehnen sich danach, beende den Kreis der ewigen Rückkehr. Und das funktioniert auf mehreren Ebenen, aber man kriegt quasi, ohne es wirklich zu wissen, von Anfang an bei Dragon's Dogma eingebläut, hey, es gibt diesen ewigen Kreis, beende ihn. Wir haben den Kreis nicht beendet. Aber jetzt gerade im Moment kam das Lied nicht umsonst, als Savan eben gesagt hat, endlich endet für mich der ewige Kreis. Endlich habe ich Freiheit vor dieser ewigen Rückkehr. Denn er sagt, alles Leben, jeder Mensch, jeder Grashalm, jedes Biest, wird immer und immer wieder entstehen. Und es ist für das normale Leben wahrscheinlich überhaupt nicht relevant, weil man erinnert sich da ja offensichtlich nicht dran. Aber der Truchsess, der kriegt das alles mit. Während ich darüber rede, setze ich mich mal auf den Thron vom Truchsess, dann passiert nämlich auch was Kleines. Dann sieht man nämlich mal, wie es ist, der Truchsess zu sein.
Man muss zwar den ganzen Tag Leben erschaffen und Willenskraft in die Welt bringen, aber der wirkliche Alltag sieht eigentlich ziemlich genau so aus. Ich kann nicht mit den Leuten reden. Ich kann nicht mit denen interagieren. Ich kann nicht mal mit ihnen kollidieren. Ich kann sie nehmen. Und die verstehen nicht mal, was los ist. Ich bin quasi dieser unsichtbare Geist, der sich in der Welt bewegt. Hey, weil Miro. Und da passiert nichts mit. Nix. Die Leute verstehen nicht, was passiert, weil klar, ich bin dieser nicht fassbare Schemen. Ich existiere für die Menschen nicht. Ich bin ja quasi, ja gut, Gott, das ist jetzt natürlich problematisch, das so zu sagen, aber ich bin ja quasi wie dieses Bild von Gott, der überall ist, aber gleichzeitig halt auch eigentlich nirgendwo. Also man kann ihn nicht erfassen. Also ist nicht unbedingt wie der christliche Gott, aber so. Die Leute wissen nicht, dass ich existiere und sie erkennen mich nicht an und ich bin quasi einfach. Tja, ich bin halt einfach. Ich komme hier, glaube ich, raus, indem ich nichts mache. Vielleicht indem ich zur Tür renne, ich bin mir nicht sicher. Und das ist der Alltag des Truchsess. Einfach über die Welt zu wachen, das Leben am Leben zu erhalten, Willenskraft in die Welt zu bringen, wirklich das wirkliche Animieren, was zu machen, dass ein Erweckter entsteht und so weiter, ist ja eher die Aufgabe vom Drachen. Ist, kann man drüber diskutieren, wenigstens mal spannender, aber ob das wirklich schön ist, ist auch eine andere Frage, weil ich schätze mal, der Drache hat nicht wirklich einen eigenen Willen, sonst würde er den ganzen Quatsch ja auch nicht so machen. Das heißt nicht, ich schätze, ich weiß, aber da wird man später auch wieder erst mehr drüber erfahren. Aber es ist tatsächlich so, der Drache ist quasi ein Sklave dessen, dass er gezwungen ist, diese Aufgabe zu erledigen. Und das Witzige ist, ein Erweckter, der gegen... Ich fange gerade an, irgendwas zu erzählen. Viel wichtiger finde ich es eigentlich, es wird, glaube ich, Zeit jetzt mal so eine gewisse Reihenfolge ich sag mal eine Zeitlinie, aber es ist eher so ein Flowchart, den ich jetzt hier so in die Luft male, keine Ahnung, mache ich nicht. Eine Art Flowchart, was die Reise eines Erweckten oder was quasi dieser ewige Kreislauf ist. Oder eher, was diese Reise des Erweckten zum Truchsess ist. Es ist nämlich so, ein Drache taucht auf, haben wir am Anfang vom Spiel gesehen, und sucht sich mindestens eine Person aus, die ein Erweckter wird. Der Erweckte wird die erste Person, die sich dem Drachen wirklich auch stellt, auch wenn sie keine Chance hat. Haben wir am Anfang vom Spiel gemacht. Wir haben ein kleines Schwert genommen gegen den Kämpfer, wir waren ein kleiner Fischer, haben uns trotzdem getraut, gegen den Drachen zu kämpfen. Und deswegen hat er uns ausgewählt als den Erweckten. Und unsere Aufgabe war es dann erstmal, das Herz zurückzuerobern. Muss man natürlich nicht unbedingt machen, aber ist natürlich, man ist willenskräftig genug zu sagen, ich lege mich mit dem Drachen an, also ist man wahrscheinlich auch willenskräftig genug zu sagen, ich versuche wenigstens mal mein Herz zurückzuerobern. Wenn ich es also versuche, mein Herz zurückzuerobern, können verschiedene Sachen passieren. Ich lebe auch ohne mein Herz. Am Drachengeschmiedeten haben wir zum Beispiel das beste Beispiel für diesen Moment. Der Drachengeschmiedete hat sich mit dem Drachen angelegt und er hat nicht gewonnen, aber er ist auch nicht gestorben. Der Drachengeschmiedete hat sich versteckt vor dem Drachen am Ende. Er hat sein Herz nie zurückgehalten, er ist deswegen auch nicht gealtert, aber er ist für immer einfach er geblieben. Also es gibt mehrere Erweckte gleichzeitig, wie man sieht. Das ist, was passiert, wenn man sich der Prüfung des Drachen nicht stellt. Dann wird man so wie der Drachengeschmiedete jemand, der im Exil lebt und sich vor dem Drachen verstecken muss und in dem Moment, wo er sein Herz zurückbekommt, wahrscheinlich einfach, weil so viel Zeit vergangen ist, einfach stirbt. Aber das ist eine Option, die man nehmen kann. Man kann sich mit dem Drachen natürlich anlegen und dann den Deal annehmen und sagen, ich opfere das, was mir am wichtigsten ist im Leben. Das hat Edmund Drachenbahn gemacht. Der hat geopfert, was ihm am wichtigsten ist im Leben, seine ehemalige Frau Lenore, und dadurch hat er Macht erhalten. Der Drache ist verschwunden, wahrscheinlich in eine andere Welt, wie ich gerade schon gesagt habe. Das ist die Option. Man kann ja auch da bei der Prüfung versagen. Man kann sich dann aber auch mit dem Drachen anlegen und ihn töten, so wie wir es gemacht haben und auch einige andere vor uns. Aber wenn man das macht, entsteht der Grabenbruch in der Welt. Der wird wahrscheinlich nicht immer in Grand Zorin entstehen, aber ich schätze mal, der Grabenbruch existiert in jeder Welt an irgendeinem Ort und wird in jeder Welt an diesem Ort dann auch entstehen. Ich weiß nicht, ob tendenziell in jeder Welt an diesem Ort, wo der Grabenbruch ist, eine Stadt gebaut ist. Das heißt, es wäre in jeder von diesen Welten natürlich eine absolute Katastrophe, dass der Grabenbruch entsteht, weil da plötzlich dieses riesige Loch ist, wo die halbe Stadt reinstürzt, haben wir ja gesehen. Wenn der jetzt irgendwo in der Wildnis entstehen würde, würde es wahrscheinlich keinen wirklich bocken, aber naja gut, der Himmel ist dunkel, überall sind Monster, ist schon scheiße.
Und da wird er quasi der Erweckte auch wieder geprüft. Kann er den Grabenbruch bestehen? Da haben wir jetzt kein konkretes Beispiel von dem Erweckten, der das nicht gemacht hat. Aber, also wir kennen keinen Namen von dem Erweckten, aber wir haben hunderte von Vasallen gesehen, deren Erweckten das passiert ist. Quinns zum Beispiel ist eine davon. Diese ganzen Händler, die im Grabenbruch rumstehen, also beide davon, die sind ja auch so, die sagen ja auch, hey, mein Erweckter ist gestorben, aber hat gesagt, ich soll hier bleiben und handeln und so weiter und bei anderen Erweckten helfen. Das passiert wohl relativ oft, dass Erweckte dabei sterben. Und ich persönlich behaupte, Erweckte, die da sterben, sind dann auch nicht weg, weil deren Leben ist ja, geht ja quasi weiter. Aber die werden nicht als Drache wiedergeboren, sondern als Halbdrachen. Als die Halbdrachen und Tatzelwürmer und Lindwürmer, die wir in der Welt sehen. Ich habe ja letztes Mal schon kurz drüber geredet, dass sie diese Klasseneinteilung haben, genau wie es die Erweckten haben. Und ich war ja schon so, das sind wiederbelebte Erweckte, aber zu dem Zeitpunkt gab es überhaupt noch keine Basis dafür, das einfach zu behaupten. Und ohne zu spoilern, hätte ich auch nicht wirklich erklären können, wieso das so sein soll. Aber ich denke, das ist nachvollziehbar, dass das ist, was dann passiert. Vielleicht passiert das sogar schon, wenn man gegen den Drachen stirbt, das kann ich nicht sagen. Ich schätze aber mal nicht, weil ob man gegen den Drachen stirbt oder an irgendwas anderem, bevor man den Drachen besiegt, macht ja keinen echten Unterschied. Aber sobald man den Drachen besiegt, hat man sein Herz zurück. Und Drachen haben Herzen und auch Halbdrachen haben Herzen. Und wenn die kein Herz hätten, dann würde das natürlich Sinn machen zu sagen, es passiert bei den Erweckten, die sterben, bevor sie den Drachen besiegt haben. Aber ich behaupte deswegen, es passiert den Erweckten, die sterben, nachdem sie den Drachen besiegt haben. Und wenn man dann die Grabenbruchprüfung quasi besteht und diesem Schicksal, ein Halbdrache zu werden, entgehen kann, dann darf man sich dem Truchsess stellen. Wenn man gegen den Truchsess stirbt, quasi, dann ist man ja quasi schon so weit, dass man diese ganzen Prüfungen bestanden hat und dass man eben diese ganzen Lazarussteine in sich aufgenommen hat, also quasi schon mehr Herzen hat als jeder andere, keine Ahnung, was genau das impliziert, dann wird man zum Drachen, zum nächsten großen Drachen, der die nächste große Prüfung über die Menschheit bringt, den nächsten Erweckten auserwählt. Der Drache hat keinen freien Willen oder, also er hat immer noch ein bisschen seine Persönlichkeit, es ist die geläufige Theorie und da sage ich auch komplett, auf jeden Fall ist es so, Grigori ist der Name des Erweckten, der zum Drachen geworden ist. Der Drache selbst heißt nicht Grigori, weil es ein Drachenname ist. Grigori ist kein Name für einen Drachen, es ist ein Name für eine Person, für einen Erweckten, der zum Drachen geworden ist und er seinen Namen behalten hat. Das sagt er einem auch tatsächlich in der allerersten Szene vom Spiel, wo er einem das Herz abnimmt, sagt er einem auch, dass er Grigori heißt, aber er redet halt auf Drachensprache, die wir nicht verstehen. Die geläufige Theorie ist, diese Drachensprache ist ja quasi Latein, dass nur Erweckte diese Drachensprache verstehen können und deswegen wir zu dem Zeitpunkt, weil wir unser Herz noch nicht abgenommen bekommen haben, nicht verstehen, was er sagt, später aber schon. Wäre möglich, aber ist eine kleine Tangente. Wenn wir es aber schaffen, den Truchsess zu besiegen, können wir uns immer noch entscheiden zu sagen, nee, ich will den Job nicht haben, ich lehne ab. Aber wenn wir das machen, das ist zum Beispiel möglicherweise, höchstwahrscheinlich aber nicht, was, ich glaube, Sophie heißt sie, gemacht hat. Sophie ist die Erweckte, die zu Selene gehört hat, die genauso wie Selene aussah. Da sprechen einige Sachen dagegen, dass die das ist, weil wir haben ja quasi diese Option gerade gewählt und wir hatten unseren Vasallen nicht mehr bei uns. Und Sophie hatte ihre Vasallen immer noch bei uns. Ich weiß nicht, ob sie wirklich Sophie oder Sophia heißt oder einen ganz anderen Namen hat. Ich glaube, sie heißt Sophie oder Sophia. Man nagelt mich nicht drauf fest. Die ist ja wiederum sehr alt geworden und ihre Vasallen sah schon sehr aus wie sie selbst. Da halte ich es für am wahrscheinlichsten, dass sie die Grabenbruchprüfung einfach nicht angenommen hat. Dass sie gesagt hat, wisst ihr was? Ich suche mir ein Leben in Frieden im Wald und mache meinen Hexenscheiß. Ist mir egal. Wäre natürlich sehr gut möglich, dass in der Zeit, wo sie kurz gechillt hat oder was weiß ich, oder während sie die Grabenbruchprüfung angenommen hat und versucht hat, ein anderer Erweckter sie bestanden hat und zum Truchsess wurde. Womöglich Savan. Der wäre der naheliegendste, weil der am kürzesten erst her ist, aber was weiß ich. Dann kann es natürlich sein, dass dadurch dann der Grabenbruch sich einfach wieder geschlossen hat, weil plötzlich ein neuer Truchsess existiert und dann die Welt wieder schön ist und dann hat sie halt einfach ein schönes Leben gefristet. Das finde ich dann extrem interessant, dass es quasi, also ich glaube, das spricht sehr viel dafür, dass das bei ihr war, dass es bevor Savan an die Macht gekommen ist, passiert ist, weil wenn sie danach erst gesagt hätte, ich führe dieses friedliche Leben, wäre natürlich sehr schwer, den Unterschied zum Drachengeschmiedeten zu machen, wobei der halt kein Herz hat und sie hat ein Herz, sie hat wahrscheinlich ihr Herz zurückerobert, weil wenn sie keins hätte, wäre sie nicht so alt geworden.
Sie ist ja ganz alt geworden. Selene sah ja immer mehr aus wie sie. Aber dann ist sie einfach ganz weit gealtert. Und es wäre ohne ihr hat's nicht passiert. Der Drachengeschmiedete sieht exakt genauso aus wie sein Vasal. Der ist nicht gealtert. So, ich brauche einen Schluck. Und wenn man all diese Prüfungen besteht, wird man selbst endlich der neue Truchsess. Und im Grunde genommen macht man nichts anderes, als genau denselben Kreis zu durchleben, wie alle anderen auch, nur dass man immer größere Kreise dabei zieht. Aber man kommt nie daraus raus. Und das Hauptthema von Dragon's Dogma ist, Land und Himmel und Meere sehnen sich danach, beende den Kreis der ewigen Rückkehr. Das ist aber nicht, was wir machen. Und ich habe vorhin schon kurz gesagt, das kann man auf mehreren Ebenen interpretieren. Und ich glaube, das sollte man auch so machen. Denn was wir auch haben ist, der Erweckte ist dieser neue Glauben, die neue Kirche des Schöpfers. Der Erweckte ist eine relativ junge Angelegenheit, den gibt es nicht schon immer. Nicht der Erweckte, der Truchsess. Der existiert nicht schon immer. Es gibt auch etwas anderes, nämlich alte Götter. Wir wissen von alten Göttern über die Ruinen, die in der Welt existieren und sonst von gar nichts. Das sind einfach nur Überbleibsel aus einer Zivilisation, die so extrem lange her ist, dass man nicht mal mehr genau weiß, was es damit auf sich hat. Dass die Kirche vielleicht ein bisschen dran forscht und alte Schrifttafeln findet, keine Ahnung hat, was soll. Die einzigen Leute, die einem Informationen dazu geben können, sind die Vasallen. Die geben die Informationen aber nur an Erweckte, weil die mit anderen Leuten gar nicht reden. Und Erweckte haben meistens kein großes Interesse an so einem Scheiß, wie es aussieht. Ich habe die Information jetzt jedenfalls niemandem groß erzählt. Aber was wir wissen ist, bei den alten Göttern, wir kennen drei Tempel für die alten Götter. Und die stehen für drei verschiedene Elemente. Ich habe viel Argumentation gelesen, dass die brennende Stadt, bei der man gegen Grigori kämpft, wo diese ganzen Lava-Echsen und so rumrennen, dass das quasi ein Feuertempel ist. De facto ist es aber viel wahrscheinlicher die Stadt, die mal dem Drachengeschmiedeten gehört hat, behaupte ich, aber das kann eigentlich überhaupt nicht sein, denn Savan im Intro ist auch in dieser Stadt. Wahrscheinlich war es das Königreich von Savan oder so, das dann vom Drachen verbrannt wurde, was auch immer. Aber es ist offensichtlich kein Tempel, denn wenn es einer wäre, würde irgendeiner von den Vasallen auch nur ein Wort darüber verlieren. Was ein Tempel ist, ist natürlich der Wassergottaltar, ist ganz eindeutig. Der Turm des Blauen Mondes, also der Wassergottaltar ist natürlich der Tempel für den Wassergott. Macht ja Sinn. Der Turm des Blauen Mondes ist wahrscheinlich der Tempel für den Himmelsgott, weil der ist ein Tempel, die Vasallen sagen sofort, da wurde früher mal was angebetet und so weiter. Ob das jetzt Himmel oder Blitz oder Luft ist, ist eigentlich irrelevant. Ich sag mal, es ist Himmel. Dann haben wir noch den dritten Tempel, die Katakomben, die nicht als Tempel wirklich erkennbar sind, aber sobald man reingeht, fangen die Vasallen an, einem zu erzählen, so hey, diese Gemäuer hier wurden mal errichtet für einen Erdgott. Und da wurde er sehr viel angebetet. Und auch die sind wahrscheinlich auch erst relativ kürzlich zu dieser Grabstätte umfunktioniert worden. Oder Teil dieser Anbetung für diesen Erdgott implizit bedeutet auch, dass man seine Leichen da begräbt, weil das auch eine sinnvolle Variante ist, mit Leichen umzugehen. Das heißt, wir haben drei Tempel von drei alten Göttern, von denen wir wissen. Nämlich den Gott der Erde, den Gott des Himmels und den Gott des Wassers. Land und Himmel und Meere sehnen sich danach. Beende den Kreis der ewigen Wiederkehr. Ich werfe die Theorie in den Raum, dass diese alten Götter Interesse daran hätten, dass dieser ewige Kreis beendet wird, weil solange dieser ewige Kreis existiert, de facto der Truchsess die Macht hat. Weil der Truchsess Teil des ewigen Kreises ist. Es existiert ganz offensichtlich noch irgendeine höhere Macht, die diese Naturgesetze festlegt. Vielleicht ist es keine echte höhere Macht, sondern es sind einfach reine Naturgesetze. Aber das ist die Situation, vor der wir stehen, dass der Truchsess selbst quasi Gott ist. Aber es gab auch mal andere Götter und die sind nicht mehr an der Macht. Ich habe mal gelesen, so, ja, die haben irgendwann gesagt, nö, die Menschen sollen ihren eigenen Kram erledigen. Wir packen den Truchsess hier selbst eigenmächtig hin und dann kümmert der sich darum. Aber ich glaube, dieser Text, der so oft, so öfter als jede andere Zeile aus dem Titellied von Dragon's Dogma wiederholt wird, ist nicht umsonst so formuliert, wie er formuliert ist. Und damit werde ich jetzt mal weitermachen. Denn wir leben jetzt unser Leben als Truchsess. Was wir nicht vergessen dürfen ist, also ich bin ja jetzt schon ein paar Mal auf den Thron gegangen, was passiert ist, man kommt nach Cassades oder Grand Sorin tags oder nachts über, kann rumlaufen, sich Sachen anschauen, Leute rumschmeißen, das war's. Es ist natürlich so, dass wir als Truchsess praktisch überall hin können. Das können wir jetzt natürlich nur spieltechnisch begrenzt nicht und ich behaupte auch, wir sind quasi an Orte gebunden, die zu unserem Charakter gehören, an die unser Charakter
von der Seele her quasi gebunden ist. Denn noch ist unser Charakter nicht komplett der Truchsess. Noch sind wir. An uns hat sich nichts geändert. Wir sind einfach hierher gekommen und haben den alten Truchsess getötet und jetzt haben wir den Titel eingenommen. Aber was heißt es? Noch sind wir menschlich. Und das werde ich jetzt beenden. Was ich jetzt mache, ist nicht den Charakter töten. Der Charakter Iresa wird weiter existieren als Truchsess. Was ich mache, ist die menschliche Hülle dieses Charakters töten. Alle Quests erledigt. Und jetzt? Das sind nicht wir. Das ist Aileen. Thank you. I've given up hope of seeing you again in any form. It's clear that forces beyond my ken are at work here. But I'll ask no questions. Not today. Schaut nicht aus mehr. Sie schaut mich an. Den Spieler. Denn jetzt wiederholt sich der Kreis. Aber der Erweckte ist nicht mehr der Erweckte. Jetzt ist der Vasall der Erweckte. Der Text war viel zu schnell weg. Der Erweckte ist stolz, dass er sich den Dolch in die Brust gerammt hat. Das heißt, wenn ein Erweckter zum Truchsess wird, dann wird sein Vasall zu ihm. Denn jedes Leben wird immer wieder und wieder existieren. Und in dem Moment, wo ein Mensch aus der Gleichung rausgenommen wird, tritt ein Vasall an die Stelle, um ihn zu ersetzen. Das ganz Ähnliche hat Sophia mit Selene gemacht. Es war ein anderes Verfahren, sie ist nicht zum Truchsess geworden dafür. Sieht man übrigens haufenweise irgendwelche Stats von allem möglichen Kram. Aber sie hat diese Fähigkeit der Übergabe der Seele oder sowas heißt es. The Bestowal of Spirits nennt sich das im Englischen. Dieses Verfahren hat sie genutzt, um Selene so aussehen zu lassen wie sich. Sie nannte das so. Sie hat auch sehr erzählt, dass mit der Zeit Vasallen einfach mehr wie ihre Vektor aussehen. Aber dieses Bestowal of Spirits ist wohl ein direkterer Weg, um dem Vasallen auch eine Seele zu geben. Denn Sophia hat nicht Selene einfach eine Seele geschenkt. Sie hat hier ihre Seele geschenkt. Deine Seele muss ja irgendwo herkommen. Hier sieht man auch noch mal ein paar so. Welche Vasallen hast du denn viel benutzt? Das ist auch ganz schön. Ein super witziger Effekt beim Truchsess ist auch der,
Das war jetzt bei uns Savan. Und das ist immer so. Es ist immer Savan. Beim ersten Spielverlauf. Beim zweiten Spielverlauf ist es, je nachdem, wenn man online spielt, der Charakter vom letzten Spieler, der diese Quest erledigt hat. Das heißt, der nächste Spieler, der jetzt diese Hauptquest erledigt, wird Iresa als Truchsess vorfinden, wenn er es im New Game Plus macht. Wenn man es aber offline macht, ist ein noch viel schönerer Effekt. So ist es natürlich dieser geile Effekt. Es sind diese ganzen Welten. Jeder Spieler ist seine eigene Welt. Jede von diesen Welten existiert parallel, aber der Truchsess ist immer einer. Ähnlich wie der Urdrache, wenn man drüber nachdenkt. Aber wenn man offline spielt, gibt es diesen Effekt natürlich nicht. Wenn man dann ins New Game Plus kommt und den Truchsess trifft, ist es der eigene Charakter aus dem vorherigen Spielverlauf. Und es ist gleichzeitig ein viel besserer Effekt, als auch ein bisschen schade. Aber es ist... Das Bild ist genial. Es ist völlig nachvollziehbar, warum es so gelöst ist. Und ich finde, es hat viel mehr diesen Aha-Effekt. Denn wenn man sonst online gegen den Truchsess das zweite Mal kämpft, ist es irgend so ein Typ und man ist so, ja, ich verstehe schon, was das jetzt bedeutet. Aber wenn es offline ist und man sieht sich selber, dann ist natürlich dieses, ich verstehe. Das ist ein Effekt, den werden wir in diesem Spielverlauf aber nicht mehr sehen. Denn ich werde das Spiel kein zweites Mal bei laufender Kamera durchspielen. Denn ab nächster Woche fange ich mit Dark Arisen an und mache dann auch nichts anderes mehr. Zumindest während der Aufnahme. Offline werde ich wahrscheinlich weiterhin irgendwelchen Kram farmen. Das kann ich nicht lassen. Das ist, glaube ich, der erste Moment, wo man wirklich das komplette Dragon's Dogma-Theme hört. Sehr schöne Musik. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas zu erzählen gibt. Ich glaube, wir haben eigentlich relativ gut alles abgedeckt. Es gibt natürlich in diesem Spiel noch unglaublich viel irgendwelche Details versteckt darüber, was die verschiedenen Fraktionen und Länder angeht. Ich finde es zum Beispiel einen kleinen interessanten Detail, wo ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass ich es richtig gesehen habe, aber ich glaube, Savan hat auf seinem Schild die Chimäre als Wappen. Dasselbe Wappen hat das Land, aus dem Julien kommt, dessen Namen ich immer vergesse. Oder so Sachen so, was ist denn eigentlich mit Erlösung? Das Thema Erlösung ist für uns abgeschlossen. Also da wird jetzt im Spiel nicht noch was passieren, was mit Erlösung zu tun hat. Die haben genug genervt. Aber so Sachen wie, das basiert auf der Philosophie zum Beispiel von einem Menschen, von einem Prinzen aus einem Land, das vom Drachen heimgesucht wurde und sein Vater ist gestorben und er selbst hat eine Augeninfektion oder irgendwas davon getragen, hat sein Auge verloren. Und der hat dann im Fieberwahn angefangen, eine Art Religion daraus zu machen. Ich lasse kurz die Sängerin ein bisschen zu Wort kommen, weil sie gerade Dragon's Dogma gesungen hat. Und dieser Prinz hat in seinem Fieberwahn so eine Religion aus dieser Sache gemacht, dass der Drache alles reinigen wird und alle töten wird und das ist eine gute Sache. Und wie gesagt, es war ein Fieberwahn, das heißt, es war jetzt nie wirklich angelegt als ein großes Scheme, um irgendwie eine Religion rauszumachen. Und es wurde dann von jemand anders wohl veröffentlicht als unter irgendeinem Titel, der irgendwas war mit das sehende Auge oder sowas, weil der ja ein Auge verloren hatte. Das heißt, er hatte nur noch ein sehendes Auge. Und deswegen hat Erlösung ein Auge als Symbol immer. So lauter so kleine Fakten sind überall in diese Welt noch mit reingestreut. Aber das ist alles so... Das ist, glaube ich, zu viel. Das ist interessant, aber ich empfehle dann eher sehr, das Spiel einfach selbst zu spielen, sich selbst anzugucken, was einen davon wirklich interessiert und so weiter. Man merkt, es hat eine gewisse Tiefe,
gerade wenn man das ganze Ende auch gesehen hat, merkt man, hey, da steckt ja doch was dahinter, aber davor ist es die ganze Zeit ein relativ, ich nenne es mal belangloses Fantasy-Spiel, wo die ganzen interessanten Informationen erst danach enthüllt werden. Das ist ein bisschen so das Problem dabei. Es ist auch bei weitem jetzt nicht so tief, wie es eben Bloodborne vorher war. Deswegen gibt es einfach nicht ganz so viel her von Interpretationen und Anspielungen darauf. Es sind extrem viele Anspielungen da, aber die sind meistens einfach nicht so gewichtig. Wir haben jetzt insgesamt das Konzept von der Welt von Dragon's Dogma, denke ich, relativ gut verstanden und gut analysiert und genug davon gesehen. Was wirklich interessant ist, ist allerdings, was passiert denn, wenn jemand versucht, diesen Kreis zu brechen? Aber damit beschäftigen wir uns nächste Woche. In diesem Sinn, ich bin Iresa. Ich lade es wie einem auf YouTube hoch. Werdet ihr ja sehen, weil ihr werdet es ja wahrscheinlich auf YouTube sehen, wenn ihr es seht. Also, ich bin Iresa. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche und bis nächstes Mal.